Ja, hallo, danke schön für die Einladung und für die einleitenden Worte. Entzauberte Union. Ich fange vielleicht mit was Persönlichem an, wo noch nichts entzaubert war, sondern ganz im Gegenteil etwas voller Zauber war. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, Österreich ist erst seit 1995 Mitglied der Europäischen Union und wir hatten 1994 eine Volksabstimmung darüber. Und ich bin heute 35, ich war damals also erst 11 und konnte natürlich noch nicht mitstimmen, aber es war für mich eins der ersten politischen Themen, die mich als Jugendlichen wirklich interessiert haben und wo ich mir eigenständig eine Meinung gebildet habe. Und ich glaube, es geht ganz viel in unserer Generation so, dass das so eins der ersten politischen Themen war und denen man auch sehr positiv gegenüberstand. Also damals war die Europäische Union für mich sehr positiv besetzt und eben voller Zauber, weil so mit 11, 12 habe ich halt dann auch langsam entdeckt, dass ich irgendwie aus einer kleinen langweiligen Stadt in einem kleinen langweiligen Land komme und da war dieses Versprechen, Teil von einer großen Union zu sein, in der ich mich dann frei bewegen kann, überall studieren kann und hinreisen kann und arbeiten kann und, war so ein kosmopoliter Ausblick, der mich irgendwie als Teenager total begeistert hat. Und diese Euphorie oder dieser Zauber ist eigentlich auch für mich, war relativ lang präsent und lang in meinem Kopf, also auch wie ich dann das erste Mal das erste Mal von Attac auch gehört habe oder mich mehr mit dem auseinandergesetzt habe, was Attac so zu sagen hat, da ging es auch um die Verfassung der Europäischen Union und um den Vertrag von Lissabon. Und selbst da habe ich noch nicht ganz verstanden, was haben die gegen die EU und die ist doch so toll. Und habe aber da langsam begonnen, mich mit einer Kritik auseinanderzusetzen und habe langsam in meinem Kopf quasi Raum geschaffen für eine kritische Perspektive. Und ich habe Attac schon erwähnt, also Attac arbeitet ja seit seiner Gründung Anfang 2001 sehr intensiv zur Europäischen Union. Einerseits zur EU an sich, also gerade zu Themen wie Demokratiedefizit und solchen Themen, als auch natürlich indirekt. Also wenn wir über eine faire Besteuerung oder auch den Steuerwettbewerb kritisch sprechen, dann kommt man um die Europäische Union ja nicht herum. Das heißt, für Attac Österreich war die EU immer natürlich ein wichtiges Thema. Und wir haben auch immer Kritik eben an der Europäischen Union geäußert. Allerdings die europäische Integration und das Projekt EU an sich so nicht mehr in Frage gestellt. Spätestens seit dem österreichischen Beitritt. Wir haben vorher auch gerade darüber geredet und haben da eine Erfahrung ausgetauscht, die wir beide gemacht haben mit diesen Buchpräsentationen in Österreich, dass viele Menschen, die damals in dieser Abstimmung 1994 schon zum Beispiel gewerkschaftlich aktiv waren oder auch bei den Grünen in Österreich, sich sehr genau erinnern, dass sie damals gegen die Europäische Union, also gegen einen Beitritt gestimmt haben, wegen genau der Kritik, die eigentlich bis heute anhält, nämlich dem privilegierten Zugang von Konzernlobbys zum Gesetzgebungsmechanismus, dem Demokratiedefizit, dem Standortwettbewerb, dem Steuerwettbewerb, also diesen Abwärtsspiralen und so. Attac hat immer versucht, die europäische Integration mit Reformvorschlägen sozusagen zu verbessern. Also Attac Österreich hat eben die grundsätzliche positive Haltung gegenüber der Integration, der europäischen Integration nicht aufgegeben, sondern lange eben so Reformvorschläge gemacht. Wir haben auch 2009 noch ein Buch herausgegeben zur Europäischen Union, das geheißen hat Europa neu begründen. Und wo eben auch im Vordergrund stand, okay, wir machen uns ganz viele gescheite Gedanken und liefern dann tolle Vorschläge, wie man die EU verbessern könnte. Und diese Herangehensweise, diese Haltung gegenüber der Europäischen Union wurde mit den Jahren für uns immer schwieriger, denn es hat sich seitdem vieles getan und es ist sehr vieles passiert, was es für uns unmöglich gemacht hat, diese Herangehensweise weiter aufrechtzuerhalten. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Ich darf die Geschichte weitererzählen. Auch nochmal willkommen an die jetzt noch gekommen sind. Sie sind genau rechtzeitig, wir sind noch in der Einleitung. Was für uns bei Attac Österreich ein Wendepunkt war in unserer Auseinandersetzung mit der EU, war das Jahr 2015 und die Ereignisse in und rund um Griechenland im Jahr 2015. Ich nehme an, viele haben das damals mitverfolgt. Ich möchte es trotzdem noch einmal in Erinnerung rufen.
Griechenland hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 5 Jahre ein Kreditprogramm. Es wurde eine strenge, brutale Kürzungspolitik aufgezwungen von der Troika, die die griechische Wirtschaft und die griechische Gesellschaft zerstört hat. Und die mehr als die Hälfte der Jugendlichen arbeitslos zurückgelassen hat, mehr als ein Drittel der Menschen ohne Krankenversicherung und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft sehr in Frage gestellt hat. Und die Menschen in Griechenland haben enormen Widerstand geleistet gegen diese Kürzungspolitik, waren auf den Straßen, haben zu Hunderttausenden sich in Solidaritätsinitiativen engagiert und uns immer sehr beeindruckt in diesem Versuch, sozusagen die Krise kollektiv auch zu bewältigen. Und in diesem Widerstand gegen diese brutale Kürzungspolitik wurde dann im Jänner 2015 die griechische Linkspartei Syriza in die Regierung gespült quasi, mit dem Plan und mit dem Versprechen, mit dieser Kürzungspolitik zu brechen und einen radikalen ökonomischen Kurswechsel in Griechenland einzuleiten. Einen sozialen und ökologischen Kurswechsel und tatsächlich eine nicht neoliberale Wirtschaftspolitik zu machen. Und sie haben versprochen und sie haben erhofft, dass sie ausgehend von Griechenland nicht nur dort einen Kurswechsel durchsetzen können, sondern dass sie ausgehend von Griechenland auch die EU verändern können. Und das ist jetzt schon wieder... Es ist drei Jahre her und wir vergessen ein bisschen, wie groß diese Hoffnungen damals tatsächlich waren. Und viele Menschen in den sozialen Bewegungen in ganz Europa, uns eingeschlossen, haben gehofft, dass das jetzt der Weg ist, wie wir endlich an dieser EU was verändern. Und wie groß diese Hoffnung tatsächlich war, sieht man einem italienischen Beispiel ganz schön. Italien ist ja jetzt wieder viel in den Medien wegen den Wahlen. Und es hat im Mai 2014 zur Europawahl in Italien eine linke Liste kandidiert, die es auch reingeschafft hat ins Europaparlament, die hieß L'altra Europa con Tsipras. Ein anderes Europa mit Tsipras, mit dem griechischen Syriza-Chef. So groß war die Hoffnung, dass wir ausgehend von Griechenland jetzt endlich die EU verändern. Und das, was dann passiert ist, war natürlich leider nicht, dass wir ausgehend von Griechenland die EU verändert haben, sondern dass die EU und die europäischen Eliten jede kleinste Hoffnung auf den Kurswechsel in Griechenland niedergeschlagen haben. Dass es überhaupt gar keine Abweichung von der Kürzungspolitik gibt und die Eurogruppe und die Troika sind ja damals der griechischen Regierung keinen Millimeter entgegengekommen. Es wurde verlangt, dass sie genau dieselbe Kürzungspolitik fortsetzen, weitere Kürzungsmaßnahmen umsetzen. Und als die Regierung sich gesträubt hat und eigentlich Alternativen vorgelegt hat, wurden dann von den europäischen Eliten die ökonomischen Daumenschrauben angesetzt. Nicht? Also die Europäische Zentralbank wurde fast ein Bankrun ausgelöst und eine neue Bankenkrise stand kurz bevor. Und es war dann klar die Drohung, wenn ihr brecht mit dieser Kürzungspolitik, dann fliegt ihr raus aus dem Euro und aus der EU und über die NATO werden wir dann noch reden. Und so ist mit einer enormen Brutalität auf diese Perspektive des Kurswechsels reagiert worden und die griechische Regierung ist dann eingeknickt, trotz des Widerstands auch in der Bevölkerung. Manche erinnern sich an das Ochi 2015, an das Nein im Referendum. Und heute ist in Griechenland alles so wie vorher, beziehungsweise noch schlimmer, weil die Möglichkeit auf eine bessere Zukunft, die Hoffnung, dass es besser werden kann, eigentlich nicht mehr existiert. Weil die Menschen gesehen haben, selbst wenn sie sich was anderes wählen, macht das keinen Unterschied. Und diese Ereignisse in Griechenland 2015, die sind dann wie eine Schockwelle durch die europäischen sozialen Bewegungen und durch die Linke gegangen. Nicht nur, weil wir so viel Hoffnung in das gesetzt haben, sondern auch, weil die Frage aufgedacht ist, was denn das jetzt für uns heißt, was da passiert ist. Was gibt es denn noch für Spielräume innerhalb der EU, für eine nicht neoliberale Politik, für politische Alternativen, für einen radikalen Kurswechsel? Gibt es solche Spielräume überhaupt noch? Und das war jetzt der Versuch, der hat nicht hingehaut. Ist es eigentlich noch möglich, die EU grundlegend in unserem Sinne zu verändern? Und diese Fragen beschäftigen seither die Linken und die sozialen Bewegungen in weiten Teilen der EU und so auch uns in Österreich. Und wir wissen auch, in Deutschland gab es eine große Debatte dazu. Das ist ein bisschen abgekühlt in der Zwischenzeit, weil sich andere Fragen stellen. Aber wir denken, die Debatte ist wichtig und muss weitergeführt werden. Und was für uns bei Tag Österreich wichtig war, ist, wir haben beobachtet, dass diese Diskussion in vielen Ländern und in vielen Kontexten auf eine bestimmte Art und Weise geführt wurde. Nämlich haben sich quasi zwei Positionen herausgebildet. Die eine Position, die gesagt hat,
Es mag unwahrscheinlich sein, aber die Reform der EU ist notwendig und wir müssen weiter auf das hinarbeiten. Und die andere Position, die argumentiert hat, die Reform der EU ist nicht möglich und nur ein Austritt ist eine Lösung. Und wir waren von Anfang an sehr frustriert von dieser Debatte und von dieser Zuspitzung auf diese beiden Optionen, weil wir fanden, das hilft uns überhaupt nicht weiter, das bringt uns nicht in die Handlungsfähigkeit. Wir sehen nicht, wie wir ausgehend sozusagen von dieser Polarisierung und von diesen Optionen jetzt politisch etwas tun sollen. Und haben uns vorgenommen, unsere eigene Debatte zu führen und tun das jetzt sehr intensiv seit 2015. Und dieses Buch ist einer der Schritte in dieser Debatte. Wir haben einen großen Kongress gemacht, das ist jetzt der zweite Schritt. Und was wir heute vorstellen, ist quasi ein Diskussionsanstoß, der Stand unserer Debatte zur EU Beitrag Österreich. Das ist nicht fertig, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, das ist der aktuelle Stand unserer Überlegungen. Und was wir uns vorgenommen haben für heute ist, dass wir uns grob drei Dinge anschauen aus dem Buch. Nämlich sprechen wir zuerst über den Titel. Also Sie haben ihn ja hier nochmal stehen, Entzauberte Union, warum die EU nicht zu retten und ein Austritt keine Lösung ist. Der Titel ist ja sehr paradox und auch provokant, wie ein Titel sein soll, sagt der Verlag, sagen wir auch. Und wir erklären, wie wir das meinen und wie wir zu dieser Schlussfolgerung kommen. Das wird der erste Teil sein. Im zweiten Teil machen wir uns dann die Entzauberung. Da schauen wir uns ein paar gängige Bilder und Erzählungen über die EU an und diskutieren, was da dahinter steckt und warum wir das für wichtig halten, das zu entzaubern. Und im dritten Teil sprechen wir dann über politische Strategien. Denn wenn die EU nicht zu retten und ein Austritt keine Lösung ist, was sollen wir denn dann tun? Und was ich noch so als Vorwarnung dazu sagen möchte, es wurde schon angekündigt, Sie können es auch alle hören, wir sind aus Österreich und wir sind in Österreich politisch aktiv und wir diskutieren diese Fragen natürlich aus der speziellen politischen Situation, in der wir auch sind in Österreich, nicht? Und der speziellen Einbindung, die wir in die EU und in den Euro haben und so wie sich die Debatte in Griechenland anders darstellt als in Irland, stellt sie sich in mancher Hinsicht auch in Österreich ein bisschen anders dar als hier in Deutschland. Und wir würden dann gern, also wir werden auch Sachen zu Deutschland sagen, aber wir würden dann gern in der Diskussion speziell mit Ihnen allen gemeinsam auf das schauen, was sind denn die speziellen Fragen, die sich für Sie und euch alle hier stellen, die hier sozusagen politisch bewegt und politisch aktiv sind, was sind da vielleicht auch Unterschiede? Und damit, glaube ich, sind wir soweit, den Titel anzuschauen. Genau. Also die Entzauberung, zu der habe ich ja schon was gesagt und wir haben uns das dann aufgeteilt. Ich würde kurz was zur Reformierbarkeit oder Nicht-Reformierbarkeit sagen. Uns ist in der Auseinandersetzung mit der Europäischen Union natürlich schon früher bewusst gewesen, dass der Kern der Europäischen Union eine neoliberale wirtschaftliche Integration ist. Also wir brauchen nur an die zwei großen Säulen quasi denken der Europäischen Union. Das ist einmal der Binnenmarkt und andererseits der Euro. Der Binnenmarkt mit seinen vier Freiheiten ist so konstruiert, dass alles Mögliche möglichst frei zirkulieren soll, was aber ohne tangierende Mindeststandards und eine gemeinsame Steuerpolitik zum Beispiel, gemeinsame Lohn- und Sozialstandards natürlich dazu führt, dass ganze Staaten, Regionen, Städte, was auch immer, alle zueinander in den Wettbewerb und in Konkurrenz gesetzt werden. Das heißt, alle müssen miteinander konkurrieren um dieses sich frei zirkulierende Kapital. Und wenn sie nicht die besten und niedrigsten Steuern bieten und die für uns die schlechtesten Lohn- und Sozialstandards und vielleicht auch noch die schlechtesten Umweltstandards, dann zieht das Kapital irgendwo anders hin, weil es kann sich ja frei bewegen. Das heißt, wir sehen schon allein an dieser Konstruktion und die Wettbewerbsfähigkeit ist ja auch etwas, was sogar in den Verträgen proklamiert wird und was wir auch jedes Mal, wenn man einen, man braucht eine Zeitung aufschlagen und sieht, wie zum Beispiel sowohl in Österreich als auch in Deutschland die hohe Wettbewerbsfähigkeit abgefeiert wird. Was natürlich heißt, der große Handelsüberschuss dieser Länder muss ja irgendwo herkommen und der kommt natürlich aus anderen Regionen. Das heißt, diese Konkurrenz innerhalb der Europäischen Union führt zu einer unglaublichen Abwärtsspirale mit diesem ewigen und sich immer verschärfenden Standortwettbewerb. Also das ist mal so ein Eckpfeiler der neoliberalen Integration. Das andere große Problem ist die Konstruktion und die Art und Weise, wie der Euro funktioniert. Der Euro funktioniert hier ebenfalls ähnlich, dass man eine gemeinsame Währung hat
für Staaten, die aber durch den Binnenmarkt eigentlich in ein Konkurrenzverhältnis gesetzt werden und eben gerade keine solidarische Gemeinschaft sind. Also diese beiden großen Pfeiler und diese beiden großen Säulen der Europäischen Union zeigen schon eben das sehr klar neoliberale wirtschaftliche Integrationsmodell der Europäischen Union. Jetzt ist diese Kritik an sich natürlich überhaupt nichts Neues. Das wissen wir seit langem und das ist seit langem eine Kritik, der wir oft eben eine Vision von einer anderen EU oder von einer besseren EU gegenübergestellt haben. Aber, was die Lisa schon erwähnt hat, durch die Erfahrungen und eben auch durch die Aufarbeitung dieser Erfahrungen und das genauere Hinschauen, ist für uns immer klarer geworden, dass das ja kein Zufall ist. Also, jetzt gar nicht verschwörungstheoretisch, sondern einfach eine klare und nüchterne und eben auch ein bisschen entzauberte Perspektive auf die Europäische Union zeigt, dass diese neoliberale Integration eben nicht vom Himmel gefallen ist, sondern ein Ausdruck von klaren gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnissen innerhalb der Europäischen Union und innerhalb aller Mitgliedstaaten ist. Weil irgendwer macht diese Politik natürlich. Und was auch klar ist, politische und gesellschaftliche Kräfteverhältnisse lassen sich nicht einfach so reformieren, sondern Kräfteverhältnisse kann man nur verschieben. Und das Spannende oder das Problematische an der Europäischen Union ist ja nicht nur, wie sie konstruiert ist, sondern auch, wie diese Konstruktion festgeschrieben ist. Mit den europäischen Verträgen steht ganz vieles von dem, was ich gerade gesagt habe. Und diese Verträge lassen sich nur einstimmig ändern. Das heißt, 27 Staaten müssen sich einig sein, dass sie eine solche wirtschaftliche Integration oder so einen Standardwettbewerb nicht mehr wollen und was Besseres wollen. Und wenn man in Kräfteverhältnissen denkt, dann muss man sich vorstellen, okay, dann stehen wir, wenn wir an dieser Reformidee festhalten, vor der Herausforderung, die Kräfteverhältnisse in 27 Staaten möglichst zeitgleich verschieben zu können. Weil es reicht, eben wie wir in Griechenland gesehen haben, nicht in einem Staat an der Regierung zu sein. Und wir alle aus sozialen Bewegungen oder die sich auch als Linke verstehen, können sich vorstellen, wie schwierig es schon ist, in einem Staat eine Regierungsmehrheit zu haben, wie großartig das schon ist. Und es bringt nichts. Und für eine Veränderung der Verträge reicht eine neoliberale Trutzburg in einem Staat, um einen Reformprozess, um einen echten grundlegenden Reformprozess für immer zu blockieren und aufzuschieben. Das heißt, für uns ist immer klarer geworden, also diese Reformidee ist realistisch und nüchtern betrachtet für uns als eine soziale Bewegung keine echte Perspektive, weil die am Horizont nicht mal ansatzweise eine realistische Option ist. Und gleichzeitig ist uns auch immer bewusster geworden, wir kritisieren die Europäische Union, wir kritisieren sie entlang von vielen, vielen Facetten und gleichzeitig legitimieren wir sie indirekt irgendwie, wenn wir ständig von einer Reform dieser Institution sprechen. Weil damit binden wir uns ja irgendwie auch an sie und geben ihr letztlich eine Existenzlegitimität, indem wir sagen, sie ist eh gut, aber müsst halt noch ein paar Rädchen drehen und müsst halt noch ein bisschen was verändern. Ansonsten wäre sie eh super. Und da ist uns eben immer klarer geworden, okay, diese Form der indirekten Legitimität, der wollen wir uns entziehen, da wollen wir so nicht mehr mitmachen. Der zweite Teil des Titels sagt, dass wir auch der Meinung sind, dass ein Austritt keine Lösung ist. Warum denken wir das? Wir sind der Meinung, dass die Art und Weise, wie oft über die Möglichkeit eines Austritts diskutiert wird in der Zivilgesellschaft, in der Linken, sehr abstrakt ist. Nicht? Und dafür schaut man sich an, okay, welche ökonomischen Folgen hätte das, was würde das heißen? Und es wird kaum berücksichtigt, dass die Folgen oder sozusagen die Dynamik, die entsteht durch so eine Sache wie zum Beispiel ein EU-Austritt, ja von der politischen Situation abhängt. Und wenn wir in einer Situation sind, dass in vielen Ländern in der EU derzeit die Rechten stark sind, die Rechten an der Regierung sind, die Rechten immer stärker sind, wieso glauben wir dann, dass ein Austritt etwas ist, was nicht den Rechten, sondern eher uns nützen würde? Was daran lässt uns das hoffen? Ganz lange waren ja auch sozusagen die Rechten tendenziell eher die, die für den Austritt waren. Und auch in Großbritannien ist ja der Austritt sehr stark von UKIP und von Tyler Tories, also von rechts propagiert worden und ist instrumentalisiert worden, um eine noch fremdenfeindlichere und noch rassistische Politik voranzubringen. Und wir finden es problematisch und falsch, wenn man so tut, es wäre ein Austritt quasi sozusagen ein neutrales Mittel, das uns zu mehr Handlungsspielräumen verhilft.
ohne dass wir die politische Situation mit berücksichtigen. Und wenn wir uns Österreich anschauen, wenn wir jetzt hergehen würden und in Österreich sagen, wir fordern jetzt den EU-Austritt, was bringt uns auf die Idee, dass das jetzt mehr Menschen sagen, auf unsere Seite holen würde? Ja, was bringt uns auf die Idee, dass das jetzt plötzlich mehr Handlungsspielräume für soziale Bewegungen schafft? Ja? Und so sind wir der Meinung, dass unter den gegebenen politischen Bedingungen in Österreich, das ist immer sozusagen der erste Anknüpfungspunkt, aber in vielen europäischen Ländern ein Austritt keine Lösung ist, weil er potenziell die Vormacht der Rechten weiter stärken könnte. Wir sind aber auch der Meinung, dass es gut ist, über die Frage von einem EU- oder von einem Euro-Austritt weniger emotional zu diskutieren, als das oft passiert. Und wir denken, dass es Situationen geben kann, wo diese Bewertung eine andere ist. Ja, zum Beispiel in Südeuropa nach der Erfahrung von Griechenland wird das anders diskutiert. In Portugal, wo es eine sozialdemokratische Minderheitsregierung gibt, Unterstützung von zwei Linksparteien, die begrenzte Spielräume hat, aber sozusagen doch ein bisschen besser ist als in anderen Ländern, da wird das anders diskutiert. Da ist die Frage, müssen wir nicht, um das, den kleinen Fortschritt, den wir schon erreicht haben, auszubauen, müssen wir dafür nicht austreten. Und ich sage jetzt gar nicht, dass ich das gut oder schlecht finde, aber das ist eine andere Bewertung, nicht? Das ist eine Situation, wo die Gesellschaft mobilisiert ist, wo es dann die Linke Fortschritte gemacht hat, wo man das unter diesem Gesichtspunkt diskutieren kann. Und so denken wir, dass es wichtig ist, diese Frage, das habe ich vorher schon gesagt, zu entemotionalisieren und auch strategisch zu betrachten. Aber grundsätzlich und eben gerade für Österreich und für den Großteil der Länder sind wir in der aktuellen Situation der Meinung, nicht nur, dass ein Austritt keine Lösung ist, sondern dass auch eine Kampagne für einen Austritt uns jetzt nicht voranbringen wird. Und bevor wir über Strategien sprechen, das verändert sich manchmal ein bisschen, gell? Bin ich eigentlich gut verständlich? Ja. Okay. Und weil wir haben gestern gehört, wir würden zu österreichisch sprechen. Ist zu schnell. Zu schnell ist auch in Ordnung oder langsam? Okay. Naja, also München ist wieder zurück zur Sache. Bevor wir jetzt über Strategien sprechen, wollen wir uns gerne noch ein paar gängige EU-Bilder anschauen. Und ich nutze die Gelegenheit, kurz über das Buch noch zu sprechen, das Sie hier sehen und hinten für günstige 15 Euro erwerben können. Und nicht nur kaufen Sie damit ein gutes Buch, Sie ermöglichen auch, dass nicht wir die Bücher nachher wieder nach Hause tragen müssen. Das Buch besteht aus drei Teilen. Der erste Teil sieht sich 12 Politikbereiche an. Agrarpolitik, Militärpolitik, Wirtschaftspolitik, Geschlechterpolitik und analysiert die Rolle der EU in diesen Bereichen. Der zweite Teil des Buches, den nennen wir Konsequenzen, der stellt diese Frage der Reformierbarkeit und des Austritts sehr anhand dieser Argumente, die wir gerade vorgestellt haben, analysiert auch sozusagen verwandte Themen und wir diskutieren darin gängige EU-Bilder, Erzählungen über die Europäische Union. Und im dritten Teil geht es dann um politische Strategien. Wir sind jetzt quasi so am Ende von diesem zweiten Teil angelangt. Und wir würden gerne zwei dieser Bilder vorstellen, von denen wir meinen, dass sie sehr wirkmächtig sind in der Debatte über die Europäische Union. Genau, das erste Bild kennen vermutlich eh auch alle, nämlich wir können die EU gar nicht verlassen, weil die schützt uns ja vor rechtsextremen Kräften. Was? Verlassen. Was habe ich gesagt? Nein, nicht. Genau, aber also das Bild ist so, die EU schützt uns vor rechts. Wir können nicht austreten, das ist ein Schutzwall gegen Nationalismus und so weiter. Das haben wir uns genauer angeschaut. Und wenn man sich anschaut, was die, wie ich schon erwähnt habe, die Politik der Europäischen Union so alles auf den Weg bringt, Standardwettbewerb, Bankenrettungen, Austerität für alle, die ihre Banken für sehr teures Geld gerettet haben, dann sieht man, dass diese Politik eigentlich den Rechtsruck und einen Erstarken des Nationalismus erst noch stärker befördert. Ich will nicht sagen, dass das die einzige Wurzel ist für diese reaktionären und rechtsextremen Kräfte, die wir erleben, aber es befördert es auf jeden Fall. Also gerade wir alle, die wir der deutschen Sprache mächtig sind, brauchen uns nur daran erinnern, was in Griechenland eben 2015 in unser aller Medien stand. Da war zu lesen im Print wirklich von den faulen Griechen, die in der sozialen Hängematte liegen. Da wurde einer ganzen Bevölkerung ausgerichtet, sie möge ihre Hausaufgaben machen. Also eine unglaublich chauvinistische und zum Teil auch sehr offen rassistische Sprache. Und das ist wohl nicht eine sehr partnerschaftliche Union, in der eine solche Sprache dann plötzlich in den Medien wieder zu lesen ist. Und aber was eine fast auch paradoxe Situation ist, ist unsere Einschätzung, dass die Rechten wissen das auch, dass die Europäische Union ihnen gar nicht so
also eigentlich gar nicht so unpraktisch für sie ist. Wir sehen in allen Staaten, wo rechte und rechtsextreme Kräfte gute Fortschritte machen am Weg zu einer Regierungsbeteiligung, auf diesem Weg haben sie plötzlich immer weniger Probleme mit der Europäischen Union. Also Viktor Orban sitzt fest im Sattel und hat überhaupt keine Lust, aus der Europäischen Union auszutreten. Es ist für ihn sehr praktisch, aus Brüssel zurückzukommen und auf Brüssel zu schimpfen und in Brüssel aber zu allem mitgestimmt zu haben. Es ist in Österreich jetzt so, dass die Freiheitliche Partei, die FPÖ, ist jetzt Regierungspartei, hat lange von einem Euro- oder von einem EU-Austritt geschwärmt und wollte dazu eine Volksabstimmung haben. Das ist dann immer stiller geworden um diese Forderung, und im Sommer im Wahlkampf war auch im offiziellen Wahlprogramm der FPÖ, der rechtsextremen Partei in Österreich, zu lesen, die FPÖ bekennt sich zum Friedensprojekt EU. Ab Juli ist die EU in Österreich zu Gast, weil die österreichische Regierung übernimmt die Ratspräsidentschaft unter einer Regierungsbeteiligung der FPÖ, und diese Partei hat überhaupt kein Problem damit. Und stellt sich auch ganz offen als proeuropäisch jetzt dar und ist ganz stolz drauf. Auch in Frankreich, Front National hat sich langsam und sehr heimlich und sehr still von einer starken Forderung nach einem Euro- oder EU-Austritt verabschiedet, und es ist bis heute nicht ganz klar, wo diese Partei da steht. Also ein EU-Austritt liest man kaum mehr, Euro-Austritt wird mal so beantwortet. Also man sieht das in sehr vielen Bereichen. Und eine andere sehr bedenkliche Entwicklung ist unserer Meinung auch, dass die Rechten mittlerweile auch ihre eigenen Projekte in der Europäischen Union verfolgen und auch sehr gut durchbringen. Also Jean-Claude Juncker zum Beispiel spricht seit einem Dreivierteljahr bei jeder Gelegenheit von der Militarisierung und der Aufrüstung innerhalb der Europäischen Union. Und das finden rechte Parteien ganz super. Also auch rechte Parteien, die noch bis vor kurzem gegen die EU waren, finden einen hochmilitarisierten Grenzzaun an der EU-Außengrenze ein Projekt, zu dem sie ohne weiteres zustimmen können, das sie ganz großartig finden. Also man sieht auch da, dass die Europäische Union durch ihre eigene Politik und durch ihre sozialen Verwerfungen, die sie produziert, einen Nationalismus befördert und gleichzeitig zunehmend den Rechten auch eine politische Plattform bietet, um ihre eigenen Projekte voranzutreiben. Ein zweites Bild, das wir im Buch diskutieren und das ich gerne kurz vorstellen würde, ist das Bild vom sozialen Europa. Und ich bin ja schon ein paar Tage jetzt mit dem Buch in Deutschland unterwegs, und da gab es schon einmal kontroverse Diskussionen, wie wichtig dieses Bild hier ist. Und dann war die grundsätzliche Stimmung des Publikums sozusagen, ja, ist schon wichtig. Mal schauen, ob sie es auch so sehen. Das Bild vom sozialen Europa ist bei uns vor allem in der Sozialdemokratie und in den Gewerkschaften sehr wichtig. Und das Bild besagt, ja, die Europäische Union ist neoliberal, ja, ihre Politik hat negative Folgen, aber wir arbeiten darauf hin, dass sie irgendwann einmal ein soziales Europa bringt, dass sie irgendwann einmal ein soziales Europa wird. Und wir hoffen, dass wir quasi diese neoliberale EU ergänzen können durch eine soziale Säule oder durch sozialere Politik. Und manche haben das vielleicht mitverfolgt, es gab letztes Jahr auch die Debatte über die soziale Säule der Europäischen Union. Da haben manche sagen wieder große Hoffnungen gehegt. Und was am Ende rausgekommen ist, ist eine unverbindliche, also nicht bindende Erklärung von sehr allgemeinen Grundsätzen, wo so Dinge drinstehen wie, jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin in der EU soll ein Recht auf Kündigungsschutz haben. Dinge, die viel radikaler und viel grundsätzlicher schon in anderen internationalen Abkommen wie in den ILO-Standards drin sind und so. Und es ist aber so, dass dieses Bild nicht neu ist. Und ich habe das erste Mal einen kritischen Blick auf dieses Bild kennengelernt vor 4 oder 5 Jahren bei einem politischen Kongress in Österreich, wo ein linker Sozialdemokrat einen Vortrag darüber gehalten hat, über das soziale Europa und welche Bedeutung dieses Konzept für die Sozialdemokratie hat. Und der hat vorgezeigt, ab den späten 80er Jahren, wie dieses Bild vom sozialen Europa für die Sozialdemokratie wie eine Karotte vor der Nase wirkt. Sie kennen das alle mit dem Esel. Und wie jeden weiteren neoliberalen Integrationsschritt die Sozialdemokratie gerechtfertigt hat, dass sie dem zustimmt, weil langfristig ist ja das Ziel ein soziales Europa. Und jetzt muss man halt sozusagen in diesen Dingen mitgehen, aber weil langfristig ist das ja das Ziel. Und dann auch natürlich die Hoffnung damit verbunden, dass das auch wahr wird. Und so ist über fast 3 Jahrzehnte inzwischen die neoliberale Integration auch gerechtfertigt worden, gerade in diesem wichtigen Spektrum auch der Gewerkschaften. Und wir sind der Meinung, dass es eben notwendig ist, solche Bilder zu entzaubern und konkret am sozialen Europa
eben aus zwei Gründen. Erstens, weil das der Legitimation der neoliberalen EU-Politik dient, sozusagen immer wie mit der Karotte vor der Nase drauf zu hoffen, dass es irgendwann doch sozial wird. Und zweitens, und das ist vielleicht ein bisschen die inhaltlichere Entzauberung noch, halte ich auch die grundsätzliche Idee für falsch. Also die Idee, hier wäre die neoliberale EU, hier wären der Binnenmarkt und der Euro mit all ihren Problemen und das Ziel müsste sein, dem noch eine soziale Säule daneben zu stellen. Weil eine tatsächliche solidarische, emanzipatorische Position muss anstreben, sozusagen diese Grundsätze des Binnenmarktes und des Euros außer Kraft zu setzen. Ja? Den Standortwettbewerb, den freien Kapitalverkehr, das ist mit einer sozialen und ökologischen Transformation nicht vereinbar. Und so ist es nicht ausreichend, nur zu hoffen, dass wir eine soziale Ergänzung machen können. Wir diskutieren auch noch andere Bilder im Buch. Es hat auch ein Künstler Illustrationen dazu gemacht. Vielleicht, wenn Sie es nachher durchblättern wollen, die finden wir auch sehr spannend. Auch verwenden wir auch gerne in der Bildungsarbeit für Workshops. Und es gibt ein eigenes Interview, das ich auch sehr empfehlen kann, mit dem Joachim Becker von Universität Wien, von der Wirtschaftsuniversität Wien, ein Ökonom, der sich speziell die europapolitischen Strategien der Rechtsparteien ansieht. Der spricht wahnsinnig viele osteuropäische Sprachen und hat deswegen sehr viele Details über die Strategien sozusagen der polnischen und der ungarischen und der slowakischen Rechtsparteien und so, ist sehr zu empfehlen. Das passt zu dem, was Ralf vorher vorgestellt hat. Und dann stellt sich natürlich die Frage, also wenn wir die Union entzaubert haben, ihre Bilder, und wenn wir uns aus diesem Dilemma befreit haben, okay, was tun? Was machen wir jetzt? Und dem widmen wir uns im letzten Abschnitt des Buchs, wo wir uns verschiedene Strategien und verschiedene Ansätze anschauen. Einleitend, was vielleicht wichtig ist, um Missverständnissen vorzubeugen. Wir bei ATTAC haben ja eine sehr klare Vision oder eine Utopie, wo es hingehen soll. Nämlich ein gutes Leben für alle, eine soziale und ökologische Umgestaltung unseres Wirtschaftssystems. Und die Europäische Union war für uns da ja nie ein Selbstzweck oder war nie das Ziel an sich. Sondern wir haben uns halt immer gefragt, okay, ein progressives Integrationsprojekt, was die EU hätte sein können vielleicht mal, kann ein guter Schritt auf dem Weg zu diesem guten Leben für alle sein. Und was sich jetzt geändert hat, ist eben mehr so die Betrachtung, die Europäische Union ist da eher ein Hindernis. Wir kommen unsere Reform nicht durch und dann kann die Europäische Union, so wie sie jetzt ist und wenn sie nicht reformierbar ist, auch nie ein Mittel sein, um das gute Leben für alle zu erreichen. Aber uns ging es nie um die Europäische Union als Selbstzweck, als Ziel an sich. Ja? Und das ist für uns auch so quasi der Ausgangspunkt eigentlich für unsere strategischen Überlegungen. Ich sage das deswegen, weil es eben darum geht, jetzt neue Wege und neue Strategien zu entwickeln, um vielleicht an der Europäischen Union vorbei oder wie auch immer dieses gute Leben für alle besser zu erreichen. Denn was uns auch auffällt, ist, dass wir natürlich in den letzten Jahren oder eigentlich Jahrzehnten, immer mehr in so einen defensiven Kampf gekommen sind. Also es ging eigentlich viel in den letzten Kämpfen um Abwehrkämpfe und nicht um eigene progressive Forderungen zu pushen und ich sage jetzt mal ganz kriegerisch, die Gegenseite irgendwie in Zugzwang zu bringen. Sondern es ging eher immer um den Abwehrkampf und das muss man verhindern und das muss man verhindern. Und deswegen war auch die Überlegung dieser verschiedenen Strategiekapitel und der grundsätzlichen Diskussion, die Überlegung, wie kommen wir wieder in die Offensive? Wie können wir uns Handlungsspielräume erkämpfen, wo wir Aktivkräfteverhältnisse verschieben können und nicht ständig am Rückzug sind und Rückzugskämpfe führen? Und das waren es für uns so die leitenden Prinzipien irgendwie für so eine Strategiedebatte. Wir würden jetzt so zwei Strategieansätze breiter vorstellen, dann noch einen dritten kurz erwähnen und dann würden wir langsam auch schon in Diskussion kommen. Und ich darf beginnen mit einem Ansatz, den ich im Buch auch vorstelle, so wie ich ein Kapitel geschrieben habe und den nennen wir, also der Kollege, mit dem ich das geschrieben habe und ich, den strategischen Ungehorsam. Die Frage, die wir uns gestellt haben ist, naja, okay, Reform ist möglich, Austritt keine Lösung, aber was, wenn doch die Situation sich ergibt, dass es in einem Land eine Regierung gibt, eine Regierung der sozialen Bewegungen, eine linke Regierung, die sich nicht ganz diesem
diesem engen Korsett unterwerfen will, das die EU inzwischen vorgibt für die nationale Politik und die trotzdem was weiterbringen will. Das ist aber vielleicht alleine oder es sind halt nicht ausreichend Kräfte da. Und was kann die dann tun? Und das strategische Ungehorsam sagt, in einer solchen Situation, wenn es ein gesellschaftliches Projekt gibt, ein politisches Projekt, das ein wichtiger, ein relevanter Schritt wäre hin in die soziale und ökologische Transformation und für das die Unterstützung der Bevölkerung auch da ist, wenn dem die EU entgegensteht und wenn dem das EU-Recht entgegensteht, na, dann muss man das EU-Recht halt brechen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Bereich der Liberalisierung und der Privatisierung. Es gibt in irrsinnig vielen Ländern ganz furchtbare Erfahrungen mit dem Zwang zur Liberalisierung und zur Privatisierung. Wir können uns jetzt ja tatsächlich in unseren Städten und in unseren Ländern nicht mehr aussuchen, ob wir gewisse öffentliche Dienstleistungen noch öffentlich anbieten wollen oder über den Markt, ob wir gewinnorientierte Unternehmen da haben wollen oder nicht, sondern es ist erzwungen, die Liberalisierung, auch durch das EU-Recht. Natürlich haben unsere Regierungen das alles mit abgestimmt, das ist eh klar. Und was, wenn wir aber unsere Meinung ändern? Was, wenn wir sagen, nein, die Liberalisierung des Bahnverkehrs, die hat offensichtlich für uns nicht funktioniert? Oder wenn wir sagen, nein, die Liberalisierung des Post- und Paketdienstes hat nur dazu geführt, dass dieselben großen Lieferwegen dieselben Kreise in unseren Städten ziehen, dass ein verrückter Druck auf die Arbeitsbedingungen und auf die Löhne in diesem Sektor passiert ist. Sie kennen sich ja alle, Günter Wallraff und diese Studien über die Arbeitsbedingungen auch in dem, im Paketsektor. Das funktioniert offensichtlich nicht. Wir wollen das wieder in öffentliche Hand überführen. Wir dürfen das nicht, dem EU-Recht entsprechend. Na, wenn wir das für einen zentralen Schritt halten, sozial und ökologisch, wenn die Bevölkerung dahinter steht, dann brechen wir dafür halt das EU-Recht. Das ist das Konzept des strategischen Ungehorsams. Ein anderes Beispiel sind die Fiskalregeln. In Deutschland kennen Sie das sicher alle sehr, sehr gut. Fiskalpakt und Co., die nicht nur die Regierungen, sondern oft auch die Bundesländer und die Städte, die Kommunen, zwingen, sehr strikte Ausgabenkriterien einzuhalten, egal was die Bedingungen sind. Es gibt immer kleine Ausnahmen für Naturkatastrophen, aber in Wien stehen wir zum Beispiel vor der Situation, dass Wien enorm wächst, gibt ganz viel Zuzug von den Bundesländern und auch aus Deutschland und aus der EU und es gibt nicht genug Wohnraum. Und Wien müsste eigentlich im großen Stil in öffentliche Wohnbauprogramme investieren, wie es das auch schon in der Vergangenheit getan hat. Und es darf nicht aufgrund der Ausgabengrenze des Fiskalpakts, die in Österreich durchgegeben wird bis an die Städte. Und wer investiert, sind die Banken und die private Immobilienwirtschaft. Wir haben eine Immobilienpreisblase, die Miete gehen in die Höhe und es ist einfach überhaupt nicht nachhaltig, weil jetzt wäre der Zeitpunkt, um Investitionen zu machen, die uns dann Jahrzehnten alle nutzen. Und das sind Situationen, wo wir sagen, strategischer Ungehorsam, wenn EU-Recht solchen zentralen Errungenschaften, so zentralen Projekten, die uns wirklich voranbringen, entgegensteht, na, dann müssen wir es halt brechen. Und ich sage noch eine kleine Anmerkung dazu, weil in der Erwartung, das wird dann meistens gefragt, deswegen nehme ich es schon vorweg, es gibt schon Kräfte, die sich entschieden haben, das EU-Recht zu brechen, dort, wo es ihnen nicht passt, und das sind die Rechten. Die Rechten haben nämlich ein strategisches Verhältnis zur EU, und Viktor Orban findet ganz toll die neoliberale Arbeitsmarktpolitik, die militarisierten Grenzen, wie Ralf schon gesagt hat, findet er ganz toll. Die Idee sozusagen des gemeinsamen Asylsystems fand er nicht so toll, hat er sich halt nicht dran gehalten. Wir lehnen die Politik von Orban natürlich entschieden ab, aber wir lehnen sie nicht deswegen ab, weil sie gegen die EU ist, sondern wir lehnen sie deswegen ab, weil sie rassistisch und unsolidarisch ist. Das ist so ein ganz wichtiger Unterschied. Und wir denken, dass wir in den sozialen Bewegungen in der Linken auch anfangen sollten, nicht alles glauben einhalten zu müssen, was unsere Regierungen und irgendwelche neoliberalen Vordenker sich einmal ausgedacht haben. Und wir hoffen, dass so, also Ralf hat vorher gesagt, Kriterien für Strategien sind für uns zum Beispiel Handlungsspielräume erkämpfen. Und das könnte eine Variante sein, wie wir Handlungsspielräume wieder erkämpfen können. Eine andere sehr wichtige, ein anderer wichtiger Fokus für uns war auch grundsätzlich auch dieses, die Art und Weise der europäischen Integration aufzubrechen und zu hinterfragen. Und deswegen ist ein Ansatz auch für uns, alternative Formen der internationalen Kooperation leben und auch neue Formen neu entdecken. Weil was die Europäische Union sehr erfolgreich macht, ist diese sehr wirtschaftsliberale, neoliberale Form der Integration, nämlich über Freihandel, so darzustellen, als wäre das die einzige und vollkommen natürliche Form von regionaler Kooperation. Und das ist natürlich Blödsinn.
Also es gibt 100 andere Formen, wie Regionen, wie Staaten international solidarisch zusammenarbeiten können. Und da war für uns ganz wichtig, das einfach auch so in den Köpfen aufzubrechen und mal darzustellen. Und da gibt es auch natürlich schon sehr viele spannende Experimente. Ich würde gerne auf zwei Ebenen kurz eingehen. Das eine ist nämlich die Form der internationalen Kooperation und das andere ist die Ebene, wo so eine Kooperation passiert, weil es muss ja nicht immer nur auf Ebene der Staaten sein. Vielleicht zuerst zur Form der internationalen Kooperation. Damit ist eben gemeint, dass es nicht immer nur um Konkurrenz, Wettbewerb und Standortkampf gehen muss, sondern es gibt auch Formen von Komplementarität und Kooperation. Das wurde zum Beispiel in Lateinamerika in Form von ALBA schon probiert, wo sich mehrere Staaten zusammengeschlossen haben und sehr konkret wirtschaftspolitisch, gesellschaftlich geschaut haben, wo liegen die Stärken der einzelnen Staaten und wie können wir diese Stärken kombinieren und nicht, wie können wir gegeneinander konkurrieren. Und zum Teil waren die Erfolge von ALBA sehr beachtlich. Also zum Beispiel hat Kuba es geschafft, die Alphabetisierungsrate in einigen lateinamerikanischen Staaten derartig zu verbessern, wie das 20 bis 30 Jahre liberale Entwicklungshilfe nicht geschafft haben. Diese Staaten haben sich darauf geeinigt, dass sie oft auch gemeinsame Unternehmen gründen und als Genossenschaft führen, wo alle ihre Ressourcen bündeln und ihre jeweiligen Stärken so einbringen können. Wir haben vorhin darüber geredet, weil wir jetzt in den letzten Tagen sehr viel mit dem Zug gefahren sind. Das wäre zum Beispiel was Großartiges für Europa. Also wir fahren jetzt nur Zug und fliegen nicht und es ist unglaublich mühsam. Man muss irgendwie 5 Webseiten gleichzeitig öffnen und 100 Anbieter und es ist irgendwie, die Fahrpläne sind teilweise nicht aufeinander abgestimmt und es ist eine Katastrophe. Und wir haben gesagt, das wäre doch ein großartiges europäisches Unternehmen, ein vereinheitlichtes Bahnunternehmen als transnationales genossenschaftliches Projekt, nur so als Idee, weil wir sehr viel Zug gefahren sind. Aber genau, und ALBA hat natürlich auch wegen seinem historischen und regionalen Kontext viele Probleme, weil da sehr viele Entwicklungsländer auch drin waren, die sich in Europa gar nicht stellen würden, und hat natürlich auch andere politische Voraussetzungen, aber die Art und Weise, dass sich Staaten zusammenschließen können unter Vereinbarungen, die auch wieder kündbar sind, wenn sich die demokratischen Mehrheiten in den Mitgliedstaaten verändern. Allein das ist heute eben, wie wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, in Europa gar nicht möglich. Also ein EU-Mitglied kann demokratisch alleine für sich gar nicht eine grundlegende Reform oder eine Abkehr dieses wirtschaftlichen Kurses beschließen. Es ist einfach demokratisch unmöglich geworden. Und eben diese Form des Wettbewerbs und des Freihandels aufzubrechen. Also so diese Form der internationalen Kooperation verändern. Und die andere Form, und das ist auch gerade für unsere soziale Bewegung sehr spannend, ist die Ebene, wie internationale Kooperation passieren kann, neu zu denken. Weil wir müssen nicht immer so auf den Staat schielen und auf den starren und glauben, so das ist der einzige Akteur und dort müssen wir ansetzen. Es gibt auch viele andere Ebenen, wo es gerade für soziale Bewegungen, für Impulse aus der Zivilgesellschaft viel leichter geht. Und das ist zum Beispiel die städtische Ebene, die kommunale Ebene. In Spanien gibt es eine mittlerweile sehr breite und sehr, sehr interessante Bewegung, die sich als Überbegriff Municipalismus nennt, die aus den Platzbesetzungen 2011 in Spanien hervorgegangen sind und wo viele soziale Bewegungen tatsächlich den Gang zu den Wahlen und in die Institutionen angetreten haben und heute in den größten spanischen Städten sie die Bürgermeisterinnen stellen oder zumindest in den Stadtregierungen vertreten sind. Und was da an Impulsen kommt, ist unglaublich spannend und vielversprechend. Also zum Beispiel die Bürgermeisterin von Barcelona schließt ein Abkommen mit dem Bürgermeister von Athen und sichert zu, so und so viele 1000 Flüchtlinge sofort zu nehmen. Es scheitert dann natürlich am spanischen Zentralstaat, aber sie legt damit offen, dass ihre Stadt, diese Region wäre bereit und zeigt damit ganz klar, an wem es scheitert und wer dafür verantwortlich ist. Es ist auf einer Symbolebene, aber auch zum Beispiel ganz konkret unterstützt Barcelona mit Hilfsleistungen, mit Know-how, mit Wissenstransfer Lampedusa und Lesbos in dem ganzen Management dieser humanitären Katastrophe. Und was auch sehr, sehr spannend ist, auf der kommunalen Ebene, wir erleben seit Jahren einen Trend zur Rekommunalisierung. Weil man kann natürlich einerseits, es wäre ideal, EU-Recht zu brechen, bevor Liberalisierungen passieren,
Aber was man auch nicht vergessen darf, nur weil etwas mal privatisiert worden ist, ist es nicht für immer weg. Und da stehen Städte im Kampf wirklich an vorderster Front, weil auch in Städten zeigen sich solche Liberalisierungen natürlich als erstes, wenn die Müllabfuhr privatisiert wird und dann nicht mehr funktioniert. Wenn die Stromversorgung privatisiert wird und dann teurer wird. Der öffentliche Verkehr, das Wasser und solche Dinge. Das heißt, hier kann die Stadt, kann die Gemeinde ein unglaublich spannendes und wichtiges Kampffeld sein. Und da passiert auch viel an internationaler Kooperation und an Absprachen von diesen Städten, die als Ansatzpunkt für unsere soziale Bewegung unglaublich spannend und wichtig sein kann. Ein dritter Ansatz, nur ganz kurz angerissen, damit wir dann in Diskussion kommen, betrifft die Frage nach Widerstand und nach Alternativen von unten. Und wir haben zu beiden auch längere Kapitel drinnen. Ich möchte es nur kurz anreißen. Das eine ist als Attack und dann überhaupt Teil der Bewegungen, in denen wir uns befinden, der Aufbau von Alternativen von unten immer eine zentrale Rolle. Weil wir denken, dass in den kleinen Strukturen, in den Genossenschaften, in der alternativen Landwirtschaft, in den Solidarnetzwerken, die in der griechischen Krise entstanden sind, nicht nur wir ausprobieren können und vielleicht andeuten, wie wir denken, dass die Zukunft aussehen soll, nach welchen Prinzipien wir finden, dass Wirtschaft gestaltet sein soll, sondern sie ermöglichen uns und ganz vielen Menschen auch, sich politisch zu betätigen auf eine ganz praktische Weise, die einen ganz konkreten Unterschied macht. Und für uns auf die Seite ganz zentral, dass wir merken, dass wir einen Unterschied machen. Und gerade aus der Vernetzung der Alternativen entsteht eine unglaubliche Dynamik. Und ein Beispiel, wo wir das gesehen haben, ist die Kampagne für TTIP und CETA. Und die Kampagne gegen TTIP und CETA, die auch in Deutschland sehr groß war, und die möchte ich gerne auch zum Anlass nehmen für noch ein Argument, nämlich sind wir der Meinung, dass wir, auch wenn wir denken, dass die grundsätzliche Reform der EU nicht möglich ist, müssen wir uns natürlich trotzdem weiter mit der EU befassen, weil sie einen enormen Einfluss auf unser Leben hat. Und wir sagen jetzt sozusagen nicht, wir ignorieren die EU, das wäre irgendwie nicht sehr hilfreich. Und natürlich müssen wir weiterhin Widerstand leisten gegen die Angriffe und die Verschlechterungen, die von EU-Ebene aus auf uns zukommen. Wir sind der Meinung allerdings, dass wir uns nicht, dass wir sehr gut auswählen sollen und strategisch auswählen sollen, welche Kämpfe wir führen, in welchen Feldern wir uns in den konkreten Widerstand bewegen. Warum? Wir haben leider als soziale Bewegungen nicht die Ressourcen und nicht sozusagen die Kraft, alles zu verhindern und uns gegen alles zu stellen. Und wenn man sich mit EU-Politik beschäftigt, dann kriegt man jede Woche eigentlich irgendein Projekt zu Gesicht, gegen das man jetzt eigentlich alle Kräfte mobilisieren müsste. Und das ist jetzt nicht schön, aber es ist realistisch zu sagen, das können wir nicht. Wir können nicht alles verhindern und wir müssen uns konzentrieren. Und wir sind der Meinung, dass wir strategische Kriterien anlegen sollten, auf welche Angriffe wir unseren Widerstand konzentrieren. Warum war TTIP und CETA so wichtig? Das waren die ersten Leuchtturmprojekte der EU und vor allem der Europäischen Kommission für die neue handelspolitische Strategie. Die bilateralen Handelsabkommen wollten sie und TTIP und CETA hätten sozusagen das Muster sein sollen, nachdem man die dann über die Welt ausrollt. Und deswegen war so wichtig, genau da hineinzuspalten, weil es das Ziel war, sozusagen diese ganze neue Handelsagenda ins Stocken zu bringen. Und was war noch daran so spannend? Die Kampagne gegen TTIP und CETA hat uns ermöglicht, über den ganzen Kontinent und mit Kanada und den USA transnationale Bündnisse zu schmieden und nicht nur zwischen Attac und Attac oder Umweltorganisation und Umweltorganisation, sondern in unseren Bündnissen sind Bauern und Bäuerinnen, Klein- und Mittelunternehmen, Umweltorganisationen, Gewerkschaften, Gemeinden, ja, zivilgesellschaftliche Organisationen. So breite Bündnisse haben wir schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und so sind wir der Meinung, dass wir solche Fragen stellen sollten und uns nicht treiben lassen sollten von der EU-Agenda, so dass wir quasi nicht mehr sehen, wo wir eigentlich hinwollen, sondern dass wir versuchen sollten, da konkret auszuwählen. Damit lassen wir den Input mal gut sein. Sie finden also gern dann Fragen oder sonst finden Sie mehr Ansätze oder wie wir die zusammendenken auch noch im Buch. Und wir freuen uns auf die Diskussion der Fragen. Ich wollte auf den Begriff der neoliberalen Integration Europas eingehen. Ich habe vor ungefähr 2-3 Jahren mal so eine Untersuchung gelesen, wo das dargestellt wurde, wie sich Europa ausgewirkt hat in Bezug auf die Integration auf einzelne Länder. Und da wurde ziemlich gut rausgearbeitet, wie sich in den letzten 20 Jahren die Verhältnisse
bei großen Bevölkerungsschichten in einzelnen Staaten Europas natürlich unterschiedlich wesentlich verschlechtert haben, gerade vor allen Dingen in Südeuropa. Und ich würde diesen Begriff der neoliberalen Integration im Prinzip so weit entzaubern, dass ich sagen würde, das ist eine neoliberale Desintegration. Nicht nur jetzt, was die wirtschaftlichen Verhältnisse betrifft, sondern auch die Spaltung betrifft zwischen Arm und Reich, die sich in den einzelnen Staaten wesentlich vergrößert hat. Wollt ihr Fragen sammeln? Oder ja, wir sammeln ein paar, ja. Ecke, okay. Du warst der Zweite. Ja, einerseits zum Projekt Frieden. Also ich finde halt, wenn man jetzt die EU als Staat möchte, da müsste man sich auch schauen, ob die Außenpolitik zum Beispiel friedlich ist. Und da kann man ja relativ viel Feindseligkeit gegenüber Russland sehen. Also das, ich denke, die Staatsgröße allein bestimmt nicht, ob ein Staat jetzt friedlicher ist oder unfriedlicher. Also da müssten ja entweder die kleinsten Staaten die schlimmsten sein oder die größten die besten oder sowas. Und für mich ist es halt auch nicht so wichtig, wie viel Quadratkilometer mein Staat jetzt hat, sondern die Qualität, also ob friedlich, ob sozial und ökologisch. Und ja, mit dem Europa, da ist halt auch die Frage, ob das eher die Leute gegeneinander aufbringt oder ob das wirklich gut ist, ob man so gut zusammenleben kann. Das ist zum Beispiel in der Türkei, die Kurden, die Türken, die kommen nicht so gut in einem Staat zusammen klar. Das ist halt auch immer die Frage, ob das dann besser ist, wenn die jetzt alle in einem zentralistischen Staat drin sind, oder also ich finde halt, ja, okay. Ja, dann noch kurz, also ich wollte halt nur sagen, dass man Staat kann man halt konstruktiv und destruktiv leben, man kann halt gut zu seinen Nachbarn sein oder eben auch nicht gut, und es hängt dann für mich jetzt nicht unbedingt von der Staatsgröße ab. Okay, Paul, bitte. Ich würde Sie bitten, ziemlich schnell zum Thema zu kommen, zu der Frage. Das wäre ja, also erstens mal dürfen wir ja nicht vergessen, dass der Prozess der Globalisierung ein kapitalistischer Prozess ist. Und die Rolle, die die EU da drin spielt, ist höchst widersprüchlich. Weil es geht einerseits darum, natürlich die Interessen von Konzernen, die Europäisierung, ja die Globalisierung von entsprechender kapitalistischer Politik zu befördern. Aber andererseits zieht die EU ja auch entsprechende Richtlinien und Guidances und so weiter auf, um das zu verhindern. Abgesehen davon, in der EU passiert nichts, was nicht von den wesentlichen Staaten gemacht wird. Nehmen wir das Beispiel Griechenland. Warum ist die Entwicklung in Griechenland so gewesen? Ja, vor allem deswegen, weil Frankreich ungefähr 25% der Kredite, Deutschland zwischen 15% und 18% der Kredite Geld zurückhaben wollte. Das war doch der entscheidende Punkt. Da hatte die EU nur eine sekundäre Rolle dabei. Also man muss sozusagen hier genau die Täter benennen, um die es gegangen ist. Und was war das Problem der griechischen Regierung? Die griechische Regierung hätte natürlich den Schuldendienst einstellen können. Das wäre wahrscheinlich auch die richtige Reaktion gewesen. Aber klar war, dann sind sie aus dem Euro raus. Und das hat natürlich ungeheure Auswirkungen. Beispielsweise die griechische Wirtschaft wird ja massiv dominiert von den Rädern. Und im Übrigen nicht die faulen Griechen. Die deutschen Räder sind genauso pleite wie die Griechen, was man an der HSH-Bank ja sehen konnte. Also von daher müssen wir sehr genau und viel genauer, als ihr das jetzt gemacht habt, die wirklichen Täter benennen, um die es da geht. Und auch die Geschichten, die ihr da gebracht habt mit Baupolitik oder ähnlich, das stimmt auch nicht. Also die Städte sind durchaus in der Lage, sie müssen halt für Genossenschaft gründen, entsprechende Wohnungsbauprogramme zu machen. Oder okay, es gibt keine Vorschrift, das ist jetzt die Kritik, es gibt keine Vorschrift zur Privatisierung. Das ist eine Politik, die in den jeweils wichtigen Ländern durchgesetzt wurde und die EU vollzieht die in gewisser Weise nach. Ich sage immer, es fällt in Brüssel kein Rad um, ohne dass die wichtigen Länder der EU da nicht zugestimmt hätten. Okay, gut. Vielleicht etwas kürzer als Paul, dieser Herr. Sie haben sich, genau. Und dann machen wir erstmal, ja, gut, danach. Ich wüsste gern, gibt es schon ein Thema, für das sich als nächstes oder vielleicht auch mehrere Themen so ein strategischer Ungehorsam anbietet? Danke, sehr schön. So, ich glaube, wir machen jetzt einfach mal diese vier und dann schauen wir weiter. Genau, das ist eine Frage. Ja.
Ja, danke für die Anmerkungen, für die Fragen. Also grundsätzlich, ich weiß nicht, was ihr euch gedacht habt, aber von uns aus sind natürlich auch Kommentare, Anmerkungen, Diskussionsbeiträge natürlich auch sehr willkommen, auch wenn wir natürlich verstehen, dass die Kollegin auf die Zeit achten muss. Zum strategischen Ungehorsam. Also wir denken gerade so sehr konkret in diese Richtung Liberalisierung und eben Fiskalregeln. Das ist das, was sozusagen für Österreich gerade unsere Perspektive ein Thema ist. Und wir würden gerne beginnen, zu diesen Fiskalregeln mal mit den Kommunen in Kontakt zu treten. Und da gibt es schon erste Überlegungen, aber da sehen wir durchaus Potenzial, auf dieser Ebene das anzuschauen. Ich finde sonst, also ich glaube tatsächlich, dass dieses Feld der Liberalisierung die größten Möglichkeiten im Moment bietet, weil er in so vielen Ländern wirklich so offensichtlich ist, was die Probleme sind und weil es schon gute Erfahrungen gibt, auch mit Rekommunalisierung von Wasser und so weiter. Also da muss man dann aber, glaube ich, schauen, das ist in jedem Land sehr unterschiedlich und das ist vielleicht eine grundsätzliche Lehre aus der ganzen Debatte. Wir müssen auch damit leben, dass halt die Entwicklungen in der EU sehr ungleichzeitig sind, ökonomisch und politisch, und dass deswegen die Antworten oft sehr unterschiedliche sind an verschiedenen Stellen. Die Täter konkret zu benennen, ich würde sagen, ja, natürlich, und dann auch wieder vielleicht nicht. Wir können uns sehr genau die Rolle der einzelnen Akteure in der Europäischen Union anschauen. Wir können die Europäische Zentralbank anschauen, die unglaublich mächtig ist, die eine formal unabhängige Institution ist, genau deswegen, damit sie möglichst der politischen Meinungsbildung, dem demokratischen Zugriff entzogen werden kann. Die monetaristischen Theoretiker, quasi die Neoliberalen in der Geldpolitik, wollten genau deswegen eine unabhängige Zentralbank, und die EZB hat sozusagen ihre ganze Ideologie und ihre ganze Macht gegen Griechenland brutal ausgespielt, und auch heute noch sind Länder, die im Euro sind, müssen unbedingt sich gutstellen mit der Europäischen Zentralbank, weil wenn der Zentralbank quasi nicht sich hinstellt und sagt, wir sind leider besorgt über die Budgetentwicklungen in Österreich, na, so schnell können wir gar nicht schauen, haben wir Spekulationen gegen das Land an der Hand. Also hier eine wahnsinnig mächtige Institution. Dann haben wir die Europäische Kommission, die in sich sehr heterogen ist, die Kommission für Soziales oder für Migration, das ist relativ schwach aufgestellt, die Generaldirektion für Wirtschaft und Finanzen und alles, was hier untergeordnet ist, enorm mächtig, und der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sehr mächtig, der hat einen relevanten Anteil, dass diese militärische Einigung, die Militärunion, das gemeinsame Rüstungsbudget, das es jetzt geben soll, den Rüstungsfonds, dass es das gibt, das ist ganz zentral auf die Agenda von Juncker gewesen. Wir haben den Europäischen Rat, der natürlich zusammengesetzt ist aus den Ministern und Ministerinnen, den Staats- und Regierungschefinnen aus den Mitgliedsländern. Hier ein sehr schönes Beispiel, wie die auch inzwischen miteinander verwachsen sind. Wir können heute gar nicht mehr so klar sagen, das sind die Nationalstaaten und das sind die europäischen Institutionen, weil die sind ineinander verwachsen. Und die nationalen Politiker und Politikerinnen wissen perfekt auf dieser Klaviatur dieser Unterschiede zu spielen und auch den Europäischen Rat zu nutzen, um eine Politik durchzusetzen über die EU, für die sie im eigenen Land keine Mehrheit haben. Die Politiker haben in ihren Ländern oft keine Mehrheit für CETA gehabt und im Rat haben sie trotzdem zugestimmt. Und dann reden sie sich auf die EU aus, dass sie das leider müssen. Und dann haben wir wieder im Rat, wie auch in der Eurogruppe, noch eine Institution auf EU-Ebene, die es eigentlich gar nicht wirklich gibt in den Verträgen, die keine wirklichen Regeln hat, völlig undemokratisch. Haben wir Länder, die sehr, sehr mächtig sind und im Vergleich zu anderen, die sehr wenig mächtig sind. Und die sind nicht mächtig aus göttlichen Gründen oder aus abstrakten Gründen, sondern die haben enorme ökonomische Macht. Und sie wissen alle, dass Deutschland im Zentrum auch dieser ökonomischen Macht steht in der Europäischen Union mit seinem Wirtschaftsmodell, seinem Produktions- und Exportmodell, das ganz prägend ist für die ganze Wirtschaftsweise der Europäischen Union und das um sich schart sozusagen eine Allianz der loyalen Österreich, die Niederlande, Finnland, die baltischen Länder, die auch mit genau derselben Kraft und wenn nötig Brutalität diese neoliberale Politik pushen und so weiter und so fort. Ja? Aber was uns wichtig ist, wenn wir diese Politik und diese Institutionen zusammennehmen und uns anschauen, was ist das Ergebnis, was ist die Folge für unser Leben in der Europäischen Union und was ist die Folge für die Welt, dann ist es natürlich die EU als Ganzes. Und so kann man sich anschauen, was sind die Akteure, aber insgesamt ist das natürlich die Europäische Union und die Politik der Europäischen Union. Du hast nichts zu sagen? Nein. Na gut, dann muss jemand anderes sagen. Habe ich dir was gesagt? Nein. Okay.
Ah, es ist mir eingefallen, Verzeihung. Natürlich gibt es Vorschriften zur Liberalisierung. Der nächste Schritt ist, wir sind gezwungen, bis 2024 den regionalen Bahnverkehr zu liberalisieren. Die Menschen in Österreich wollen das nicht, die Österreichische Bundesbahn will es nicht. Es ist völlig egal, wir müssen den regionalen Bahnverkehr liberalisieren. Ich glaube, Grundfehler der EU ist, dass die Frau Merkel uns den Lissabon-Vertrag einfach brutal aufs Haupt gedrückt hat. Zwei Völker, die haben den Vertrag gelesen, die haben ihn abgelehnt. Was macht Frau Merkel? Also sie ändert nur die Überschrift und setzt es diktatorisch, anders kann man sie nicht bezeichnen, diesen Lissabon-Vertrag in Kraft. Also mit Demokratie hat sowas nichts zu tun. Aber die soll für ganz Europa gelten. Wie gibt es denn sowas? Das machen doch nur Diktatoren, Verträge beschließen und Volk soll es ausbaden. Und das ist, glaube ich, der Grundfehler der EU, der über viele Sachen, die sie monieren, hätte in den Lissabon-Vertrag einbauen können, wenn unsere liebe Frau Merkel das gewollt hätte. Sie hat das sozusagen den Grundstein für diese ganzen Miseren gelegt. Danke, Henning. Ja, also ich möchte anknüpfen an diese Frage, das ist jetzt also die Ungehorsam. Ungehorsam, ne? Strategischer Ungehorsam. Das scheint mir ein ganz, also wenn man die Folgen betrachtet, was sie jetzt sagt, also entweder nicht alle austreten, ist keine Lösung, aber drin bleibt sozusagen eigentlich auch nichts, ist nicht zu retten, also das ist so ein Zwischending irgendwo und ich finde es insofern spannend, weil hier sich natürlich zwei Prinzipien treffen. Das eine ist, die EU ist aufgebaut auf den Regeln, auf den Verträgen. Das ist regelgebundenes Handeln, was demokratisch nicht verändert werden kann, weil das geht nur einstimmig, habt ihr ja gesagt. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, man macht diesen strategischen Ungehorsam, dann führt man ja gerade wieder Demokratie ein. Ja, das heißt, in den einzelnen Ländern oder einzelnen Bereichen ist dann wieder ein demokratisches Handeln möglich. Insofern ist es vielleicht etwas, was aus dieser Endlosschleife des Nicht-Handelns-Können auf demokratische Weise etwas herausführt. Ein konkretes Beispiel dazu ist Griechenland jetzt. Da gibt es diese neue Partei von DiEM25, die heißen die Ungehorsamen, komischerweise. Die greifen genau dieses Prinzip auf. Bei denen heißt es aber nicht strategischer Ungehorsam, sondern verantwortlicher Ungehorsam. Aber es geht das Gleiche, es geht darum, diese Regeln der Troika, die ihnen aufgedrückt sind, in Frage zu stellen und da eine andere Politik dann draus zu formen. Raoul? Ja. Also Attac ist parteipolitisch unabhängig, aber vielleicht kann ich aber an den Fall erinnern, vor 3-4 Jahren hat Markus Söder hier in Bayern 30.000 Wohnungen in öffentlichem Besitz privatisiert. 30.000 Wohnungen an dieses Unternehmen Patricia, was in die Schlagzeilen gekommen ist. Inzwischen. Und das soll, weil die EU das verlangt hat. Also die will ich nicht exkulpieren, aber die EU hat auch ihre Hände im Spiel. Und das zeigt, glaube ich, auch, was für eine Spannung hier besteht zwischen dieser liberalen Verfassung und den regionalen Anliegen. Also mir fehlt im Buch, ich habe es allerdings noch nicht ganz gelesen, vielleicht gibt es drin was, aber Regionalisierung ist ein ganz wichtiges Stichwort, denke ich. Und dieses Wort hat auch Attac München sehr lange beschäftigt, also seit seiner Gründung eigentlich. Und da denke ich, dass es sehr viel nötig ist, einen Weg zu finden zwischen den großen Freiheiten, die wir alle wollen, auch innerhalb der EU, andererseits aber die Berücksichtigung der regionalen Bedürfnisse der Bevölkerung. Es geht darum, dass die Leute, die einen bestimmten Ort haben, Vorteile haben und nicht, dass die großen Unternehmen, zum Beispiel im Wohnungsbau, ihre Rendite bekommen. Und diese Spannung müssen wir, glaube ich, viel genauer ausarbeiten. Jetzt nehmen wir noch einen
Der Herr? Der? Ja, ich habe dich auch drauf. Ja, genau. Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass der neoliberale Zug doch eine relativ hohe Zerstörungskraft hat. Das Problem, das ich sehe, ist, dass wir unterscheiden müssen, warum. Weil es nützt nämlich nichts. Wir kommen in der Argumentation nicht weiter, wenn wir das Wort neoliberal nicht auflösen. Und das möchte ich einen Denkanstoß an einer Stelle geben. Das Wettbewerbsmodell ist nicht per se nicht zerstörerisch, solange wir in einem Leistungswettbewerb sind. Wenn wir allerdings einen Verdrängungswettbewerb nehmen, wie Sie das geschildert haben, dann ist das sehr wohl zerstörerisch. Der zweite Denkanstoß ist der, der geht Richtung Regelwerke. Wenn wir alle Nullsummenspieler sind, also alle Nationen, dann ist das ein zerstörerischer Regelprozess. Wenn wir kooperative Spielregeln verwenden und das im Sinne der Spieltheorie machen, dann lässt sich das auflösen. Also man müsste sehr stark meiner Meinung nach unterscheiden zwischen leistungswettbewerblichen und verdrängungswettbewerblichen Regeln und zwischen dem Nullsummenspielverhalten, das den Stärkeren immer hervorbringt und nicht den Leistungsfähigeren, und dem kooperativen Spiel, das sehr wohl mit wettbewerblichen Regeln kompatibel ist. Also ich fände es interessant, wenn wir das Wort neoliberal bisweilen auflösen in seinen Bestandteilen. Okay, können wir noch eine? Ist das okay für euch? Micha dann? Micha, du wärst dran. Ah. Ja, Sie haben am Anfang gesagt, dass diese EU auch ganz wesentlich von Konzernen, wahrscheinlich eher Großkonzernen, weil kleine wirtschaftliche Unternehmen haben davon ja auch nichts, getrieben ist. Und da ist für mich die Frage, ob ihr das in Österreich auch intensiv diskutiert. Wir haben in Attac Deutschland auch die Forderung 30-Stunden-Woche für Europa, weil wir glauben, dass wir da schon massiv von unten dazu beitragen können, diese Konzernmacht ein Stück weit zu brechen und damit der Bevölkerung die Freiheit geben, diesen Diktaten der Konzerne Glauben zu schenken. Weil wenn wir genug Arbeitsplätze für alle haben, dann können wir auch endlich Steuern erhöhen, und wenn einmal ein Konzern auswandert, kann uns das egal sein, weil wir haben genug Arbeitsplätze und wir haben für alle ein gutes Leben. Und da ist die Frage für mich, ob das für euch auch eine Möglichkeit ist, von unten einmal Konzernmacht zu brechen, aber vor allen Dingen eine der wesentlichen sozialen Bewegungen, die Gewerkschaften auch zu stärken, ob ihr das diskutiert. Okay, danke. Ich fange vielleicht an mit dem Vertrag von Lissabon, weil ich finde, man darf schon nicht vergessen, also es war natürlich eine total nicht sehr saubere Aktion, dass der Text in zwei Volksabstimmungen abgelehnt wird, und dann kommt er halt als europarechtlicher Vertrag dann doch. Aber wo ich nicht so weit gehen würde, zu sagen, dass es ein Diktat war, weil, und das finde ich ist eben dieser Knackpunkt, was Lisa auch schon gesagt hat, dass die EU und die Mitgliedstaaten mittlerweile so eng verwoben sind, dass man sie nicht mehr trennen kann. Denn dieser Vertrag von Lissabon wurde von allen Regierungen abgesegnet und von allen Parlamenten ratifiziert. Ja, also da darf man auch nicht alle unsere Repräsentantinnen und Repräsentanten aus der Verantwortung lassen. Also es war nicht nur Frau Merkel, das waren alle Abgeordneten in allen europäischen Parlamenten, die damals Ja gesagt haben, sehenden Auges. Und was ich aber vor allem so interessant finde an diesen Verträgen, und da sieht man dann schon, wo die Reise hingeht, ist eben, dass diese Verträge eine sehr klare wirtschaftspolitische Richtung haben. Ja, also die sind nicht offen, die sind nicht kompatibel mit vielleicht einer sozialeren Marktwirtschaft oder überhaupt einer anderen Art des Wirtschaftens, wie das vielleicht das deutsche Grundgesetz wäre, oder wie eigentlich Verfassungen grundsätzlich sein sollten, nämlich möglichst offen, damit sie einen wirklichen demokratischen Prozess ermöglichen können, sondern der Vertrag von Lissabon schreibt uns ganz vieles sehr eng vor und ist eben kaum zu reformieren. Und das Interessante, finde ich, an der Krisenpolitik in den letzten 10 Jahren in der Europäischen Union
ist, dass die Krisenhaftigkeit und die Ablehnung in der Bevölkerung für viele dieser Maßnahmen mittlerweile so tief ist, dass selbst diese Form des undemokratischen Vertragswerks nicht mehr reicht. Was ich genau, worauf ich hinaus will, ist der Fiskalpakt zum Beispiel. Der Fiskalpakt schreibt unglaublich undemokratische Dinge vor. Der verpflichtet Staaten auf eine Budgetpolitik, die eigentlich die Budgetkompetenz jedes Parlaments vollkommen obsolet machen, weil es wurscht ist, ja, um es ganz direkt zu sagen. Weil der Fiskalpakt sieht vor, es soll sowas wie Schuldenbremsen geben, im Verfassungsrang möglichst, damit eben zukünftige Mehrheiten das nicht mehr so leicht ändern können. Es soll automatische Korrekturmechanismen geben, sprich das Defizit eines Staates erreicht ein bestimmtes Ausmaß und dann sagt uns das Parlament, dann sagt uns die Verfassung, okay, dann muss bei Pensionen gekürzt werden, dann gibt es einen Lohnerhöhungsstopp für den öffentlichen Sektor, dann passiert das, dann muss das gekürzt werden und, und. Da gibt es keine Diskussion in irgendeinem Parlament mehr, sondern das steht dann in den jeweiligen Verfassungen, dass das automatisch so zu passieren hat. Das ist extrem undemokratisch. Und das Interessante aber am Fiskalpakt ist, dass der so undemokratisch war, dass er nicht mal mehr innerhalb des in Kraft getretenen Europarechts ratifiziert werden konnte. Der Fiskalpakt ist kein europarechtlicher Vertrag, sondern ein völkerrechtlicher. Das heißt, ganz zufällig haben alle EU-Mitgliedstaaten sich darauf geeinigt, jetzt einen internationalen völkerrechtlichen Vertrag zu schließen, der ganz außerhalb von Europarecht steht, der deswegen nicht vom EuGH kontrolliert werden kann, benennt aber lustigerweise in diesem Vertrag sehr wohl die Kommission, die EU-Kommission, als ein Organ. Und sehr wohl den EuGH, der angerufen werden kann, wenn sich einer dieser Vertragspartner nicht daran hält, so eine Schuldenbremse in Verfassungsrang zu erlassen. Also es ist unglaublich undemokratisch und es hat sich nochmal seit dem Vertrag von Lissabon, finde ich, radikalisiert in eine noch undemokratischere Richtung. Und da bin ich dann beim anderen Punkt, weil es eben strategische Ungehorsam, was ich noch einen unglaublich wichtigen und spannenden Punkt an diesem Ansatz finde und gerade eben in Anbetracht dieser undemokratischen Entwicklungen, lassen wir unsere Vertreterinnen und Vertreter bitte nicht ständig damit davonkommen, dass sie sich auf dieses undemokratische Recht beziehen und sagen, ja, ich würde ja eh so gern, aber ich kann halt leider nicht. Ja, also, und man muss gar nicht erst in den Institutionen sein, um strategischen Ungehorsam dann selbst zu machen, sondern wir können auch jetzt schon als breite soziale Bewegung, als Zivilgesellschaft sagen, wir lassen diesen Sachzwang nicht gelten. Bitte, gewählte Vertreterinnen und Vertreter, wir verlangen von euch, dieses Recht zu brechen. Und dann sollen Sie uns bitte mal erklären, warum Sie sich sehr wohl an dieses Recht halten wollen. Und damit nehmen wir Ihnen dieses Sachzwang-Argument, dass Sie ja leider nicht anders können. Sondern wir sagen Ihnen, doch, du könntest. Du hättest von uns quasi das Backup, dieses Recht zu brechen. Und jetzt erklär uns, warum du es nicht brechen willst. Ja, also einfach, um diesen Spieß umzudrehen oder um Sie nicht so leicht damit davon kommen zu lassen. Und zu Konzernen noch und zur Frage der Arbeitszeitverkürzung. Also es ist für als europaweite Debatte oder als europaweite Perspektive für uns keine Diskussion, so das so zu verknüpfen. Aber für uns ist natürlich Arbeitszeitverkürzung eine Forderung. Aber wir sehen halt vor allem, wie sehr Konzernmacht sich eben in diesen ganzen Verträgen und in dem ganzen Institutionengefüge, in der ganzen Architektur der Europäischen Union halt schon so eingeschrieben hat, dass wir sehr schwer eben sehen würden, Konzernmacht genau ausgerechnet auf der EU-Ebene zu brechen. Weil der privilegierte Zugang von Konzernen in Form von Lobbying zu Parlamentarierinnen und Parlamentariern, zur Kommission, Dinge wie der Drehtüreffekt, dass quasi ich komme aus der Privatwirtschaft und arbeite für die Finanzwirtschaft in der City of London und bin dann plötzlich Kommissar für Finanzmärkte. Bin das ein paar Jahre, gehe durch die Drehtür wieder raus und bin plötzlich wieder dort angestellt, von die ich eigentlich hätte vorher regulieren sollen oder auf die ich vorher eigentlich hätte aufpassen sollen. Also es sind so viele Probleme der Europäischen Union, wo wir, glaube ich, jetzt nicht als eine europäische oder auf EU-Initiative das sehen würden. So. Wenn ich dazu vielleicht ergänzen darf, also bei ATTAC Österreich sind wir natürlich für eine radikale Arbeitszeitverkürzung. Ne? Diskutieren wir auch viel, machen wir auch Arbeit mit den Gewerkschaften dazu. Wie der Ralf gerade gesagt hat, halten wir es tatsächlich, ich würde sagen, für unmöglich, das über die EU zu erreichen.
so weit lehne ich mich mal aus dem Fenster, ich möchte mich sehr gerne irren. Und wir sagen aber, das ist auch deine These im Strategiekapitel, wir müssen pragmatisch mit den verschiedenen politischen Ebenen umgehen. Wir wollen die 30-Stunden-Woche, wir halten das für notwendig. Wo sehen wir die größte Durchsetzungschance? Weil irgendwo muss man mal anfangen. Dann sehen wir die, was auch immer, wir sehen Belgien, können die belgische Bewegung das erreichen? Oder ist das in München? Oder ist das in Südeuropa in einer Länderkooperation? Schauen wir uns an, was die Ebene ist, wo wir denken, dass wir was voranbringen können und knüpfen wir uns nicht so ideologisch an die verschiedenen Ebenen. Und das führt mich ein bisschen zur Regionalisierung. Natürlich sind wir der Meinung, dass es langfristig auch eine Regionalisierung der Wirtschaft braucht, schon einfach aus ökologischen Gründen, nicht? Also das ist die Art und Weise, wie globaler Handel heute funktioniert, angesichts auch des Klimawandels und der ökologischen Grenzen nicht weiter aufrechtzuerhalten ist. Ich würde aber eine gewisse Vorsicht walten lassen, zu denken, dass die regionale Ebene immer besser ist. Und ich greife jetzt das nur auf, was du gesagt hast, um ein Argument zu machen. Ich weiß, dass es nicht, also ich habe schon das richtig verstanden. Nämlich, wir denken oft, wenn was nur regional ist, ist es besser. Und es gibt auch in der EU-Debatte, ist es immer ein bisschen anders, da wird oft gesagt, es gibt die nationalstaatlichen Interessen und es gibt die europäischen Interessen. Und würden sich nur alle an den europäischen Interessen orientieren, dann wäre doch eh alles in Ordnung. Und es gibt das nicht. Es gibt keine nationalstaatlichen Interessen. Der Herr Bundeskanzler Kurz mit seiner rechtsextremen Regierung und ich, wir teilen kein einziges gemeinsames Interesse. Und sozusagen ihr und ich, wir haben gemeinsame soziale, kulturelle, ökonomische Interessen. Und Interessen sind nichts Geografisches, sondern sind was Politisches. Es gibt Klasseninteressen, es gibt soziale und ökonomische Interessen. Und oft, wenn dann gesagt wird, ja, wären die nur, die ganzen Politiker, wenn die nur die europäischen Interessen verfolgen würden, dann wäre es besser. Ja, sowas gibt es in der Form nicht. Und da ein bisschen Vorsicht auch walten zu lassen, auch regionale Interessen sind nicht automatisch die Interessen aller, die in einer Region leben. Nicht? Ich bin jetzt seit Montag unterwegs auf Lesereise, vorgestern war ich in Stuttgart und war erstaunt, dass es eigentlich in jedem zweiten Punkt, den wir besprechen, geht es eigentlich immer um Daimler. Und die regionalen Interessen dort sind die Interessen der Autoindustrie und nicht die von Kindern, die in die Schule gehen und Feinstaub einatmen oder Menschen, die, weiß ich nicht, sich für eine Arbeitszeitverkürzung einsetzen. Nicht? Und also so da mit diesen Begriffen ein bisschen zu schauen, worüber sprechen wir eigentlich, das halten wir auch für total zentral. Und dann vielleicht noch was Provokantes zum Abschluss. Ich teile das, dass man manchmal ein bisschen präziser sein muss in der Sprache, nicht? Wir sagen immer, alles ist neoliberal, weil glücklicherweise die Leute ungefähr verstehen, was wir meinen und das ist nicht immer der präziseste Begriff. Manchmal ist gut, auch den Kapitalismus zu erwähnen, nicht? Das ist ein neoliberaler Kapitalismus oder dann spezielle Aspekte. Was ich aber nicht teile, ist die Analyse, dass Wettbewerb nicht das Problem ist. Ich bin der Meinung, dass in weiten Teilen der Daseinsvorsorge, der grundsätzlichen Bedürfnisse zumindest, Wettbewerb nichts verloren hat. Da muss es um Bedürfnissicherung gehen und nicht um Konkurrenz. Nicht um Konkurrenz und um Profite. Und dann können wir darüber diskutieren, wie das in anderen Bereichen ist, also ob das dort eine sinnvolle Organisationsform ist. Das würde ich auch bezweifeln. Ja? Aber zumindest bei den Grundbedürfnissen ist es, glaube ich, erwiesen, dass das nicht so gut funktioniert. Henning? Was? Der Henning, ja. Ja, ich möchte eine Anmerkung machen. Das Problem ist ja nicht, dass nur die Konservativen sagen, Europa sei ein Friedensprojekt. Das Problem besteht darin, dass die veröffentlichte Meinung es ständig wiederholt und dass die Mehrheit der Bevölkerung es glaubt, obwohl die EU in Wirklichkeit ein Unfriedensprojekt ist. Ja, Sie schütteln den Kopf. Ich will das mal, ich könnte das länger ausführen. Ich habe 9 Jahre in Afrika gelebt. Ich weiß, welche Auswirkungen die EPAs in Afrika haben. Ja? Das ist ein Selbstbedienungsladen, dass man günstig an die Rohstoffe herankommt und dass man subventionierte Warenprodukte ohne Zoll dort verkaufen kann. Ja, das schafft Unfrieden. Das trägt dazu bei, dass Afrikaner, weil sie keine Perspektive in ihren Ländern haben, nach Europa kommen, weil sie ständig Tatort und andere europäische Filme sehen und denken, dieses Schlaraffenland.
Ich möchte eine Frage an die beiden Vortragenden richten. Ihr habt ganz am Anfang gesprochen von einem guten Leben für alle. Seid ihr euch eigentlich darüber im Klaren, dass ein gutes Leben für alle bedeutet, dass der jetzige Wohlstand, den wir hier haben, nicht gehalten werden kann? Ja, ja. Denn der beruht auf Ungerechtigkeit. Und wenn wir ein gutes Leben für alle haben, dann müssen wir uns, also das sollt ihr beantworten, ich denke, damit klar werden darüber, dass dieser künstliche Wohlstand nicht gehalten werden kann. Ist ja nicht notwendig. Ich habe eine kleine Frage. Und zwar, ob ihr euch auch mit der europäischen, mit dem Gedanken der europäischen Sozialversicherungen befasst habt. Ob da etwas aus unserer Sicht auch herauszugewinnen wäre oder ob das im Endeffekt nur eine neoliberale Aspekt betrachtet. Ganz, darf ich kurz nachfragen, sprichst du auf ein spezifisches Konzept an oder eine spezifische Debatte oder allgemein? Nee, es ist nicht wirklich mein Thema, aber es ist was ich jetzt die letzten, ich glaube seit 2-3 Jahren höre ich das immer wieder. Also man muss das quasi, Europa muss man jetzt sozial machen und der erste Schritt wäre eine europäische Sozialversicherung. In irgendeiner Form, eine Rentenversicherung, eine und so weiter und so fort. Michael, jetzt kommt der Herr. Ich bin ein großer Freund eines geeinten Europas. Und ich denke, dass die Europäische Union so viele Probleme sie hat, momentan der einzige Weg ist, irgendwie dahin zu kommen. Und ich denke, viel der Kritik, die sie angebracht haben, sind ja gerechtfertigt. Und dennoch habe ich hier das Empfinden, dass ich so ein bisschen in eine Echokammer bin. Es gibt Kritik von vorne, es gibt kritische Fragen hier. Könnten Sie beide mal mit dem gleichen Glanz in den Augen auch was Positives sagen, was die EU für uns gebracht hat? Vielleicht noch eine da einführen, ja, und dann machen wir weiter. Ich möchte sagen, aus meiner Sicht gibt es, was die EU betrifft, auch Legenden. Zum Beispiel ist eine Legende, soviel ich weiß, dass der Söder gezwungen war, die Wohnungen zu verkaufen von der EU. Das stimmt überhaupt nicht. Das Zweite, was ich schnell sagen möchte, ist Folgendes. Die Situation ist jetzt aus meiner Sicht sehr ungünstig, große Forderungen zu stellen und der Wirtschaft was Neues aufzuladen. Der Trump hat bekanntlich ganz bizarre Pläne und diese Pläne werden dazu führen, nachdem Europa sehr viel mehr exportiert in die USA als umgekehrt, dass Europa sehr viel mehr leidet, als die USA leiden werden. Und das ist, und der Wettbewerb ist aus meiner Sicht keine Erfindung von irgendjemand Bösen, sondern dieser Art Naturgesetz. Das hat es vor 1000 Jahren auch schon gegeben. Der Bauer, der die gleiche Ware billiger anbietet, der verkauft seine und der andere verkauft es nicht. Gut, wir kommen zu den provokativeren Sachen. Sehr gut. Zum guten Leben für alle. Ja, natürlich. Ist das so, ist das nicht zu halten. Das ist auch so oder so nicht zu halten. Also wir können gerne jetzt noch 20 Jahre so weitermachen, aber spätestens dann ist es sowieso vorbei, weil wir auf einem endlichen Planeten leben, aber so tun, als wären die Ressourcen unendlich. Das heißt, die Art, wie wir jetzt leben, wie zum Beispiel Uli Brandt das ja auch, finde ich, sehr treffend als imperiale Lebensweise bezeichnet, die ist sowieso nicht aufrechtzuerhalten. Wir können uns nur überlegen, wollen wir diese Lebensweise jetzt in auf eine emanzipative Art und Weise so verändern, dass es allen Menschen möglichst gut geht, oder wollen wir unsere imperiale Lebensweise noch so lange aufrechterhalten, bis dieser Planet einfach am Ende ist? Also das sind die zwei Optionen, aber zu halten ist es so oder so nicht. Also und insofern geht es natürlich beim guten Leben für alle darum, dass alle eben ein gutes Leben haben, möglichst jetzt im Hier und Jetzt und nach den jeweiligen, Gegebenheiten. Und da ist es nicht aufrechtzuerhalten. Also volle Zustimmung. Zum Frage vielleicht des Friedens, beziehungsweise, also da haben Sie eben eine absolute Zustimmung. Das ist auch ein Bild, das wir im Buch dekonstruieren, dass natürlich dieses Friedensprojekt, also
da würde ich Ihnen sagen, das braucht man nicht quasi negieren. Es gibt nach innen, innerhalb der Europäischen Union, einfach seit 60, 70 Jahren keinen Krieg mehr. Und das ist ein Fortschritt und das ist gut. Ja? Sie werden nur keinen Glanz in meinen Augen sehen, weil an der Außengrenze dieses Friedensprojekts täglich Menschen sterben. Die ertrinken und die sterben an einem hochtechnisierten Grenzzaun. Die werden getötet von Waffen, die aus diesem Friedensprojekt heraus exportiert werden. Das heißt, das liegt an den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das liegt an den Mitgliedstaaten. Und insofern sieht ein Friedensprojekt anders aus. Und was sehr wohl an der Europäischen Union liegt, ist die geplante Aufrüstung, ist die geplante Militarisierung, sind auch die europäischen Battlegroups, die es jetzt schon gibt. Die trainieren, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, die trainieren für Einsätze in Wüsten und Dschungel. Nach meinen Geografiekenntnissen gibt es beides in Europa eigentlich nicht. Das heißt, die trainieren gezielt für Einsätze außerhalb der Europäischen Union. Auch so schaut ein Friedensprojekt, eine Friedensmacht nicht aus oder nicht so, wie ich sie mir wünschen würde. Das heißt, ja, es gibt innerhalb der Europäischen Union, hat es keinen Krieg gegeben. Und das ist großartig. Ja, weil vielleicht würde ich sonst gar nicht hier sitzen und viele andere auch. Aber wie dieser Krieg externalisiert wird, ist eine absolute Katastrophe und eine absolute Frechheit. Und deswegen gibt es da einfach, ist für mich eben diese Union entzaubert. Und deswegen gibt es vieles, was die Europäische Union erreicht hat, was ich in den Vordergrund stellen kann oder was gut ist, hat trotzdem in Gesamtschau immer einen bitteren Beigeschmack, weil ich immer sehe, um welchen Preis, um welche eben imperiale Lebensweise wir uns diese paar Fortschritte entweder erkaufen oder auch wir uns sie selbst erkämpfen mussten. Also, so. Sie dürfen gerne klatschen. Zur europäischen Sozialversicherung. Also, mit dem Begriff kenne ich die Debatte so nicht, aber ich kenne zwei verwandte Debatten. Das ist die um die europäische Sozialversicherungsnummer. Die hat, glaube ich, nicht so eine große Relevanz, die ist auch urlangweilig. Und dann ist ein Konzept, das in den letzten 1,5 Jahren immer wieder auftaucht, die Debatte um die europäische Arbeitslosenversicherung. Dazu kann ich was sagen, weil damit kenne ich mich aus und das andere wäre Spekulation. Und das Interessante ist, wenn wir hören, europäische Arbeitslosenversicherung, was denken wir uns dann? Wir denken uns, naja, so wie das halt in Deutschland zum Beispiel ist oder in Österreich, wenn man arbeitet, zahlt man ein in die Kasse und wenn man arbeitslos ist, dann bekommt man das raus zur Überbrückung. Das Konzept der europäischen Arbeitslosenversicherung, das im 5-Präsidenten-Bericht von den 5 Präsidenten der Europäischen Union, also Kommissionspräsident, Parlamentspräsident und so weiter, vorgelegt wurde, ist etwas anders. Schlägt vor, es ist nicht umgesetzt, nicht dieser Vorschlag, aber das schlägt vor, einen Fonds einzurichten auf EU-Ebene, den nennt man europäische Arbeitslosenversicherung. Und wenn sich ein Land in der Krise befindet und die Arbeitslosigkeit dort steigt, dann kann das Land Gelder beantragen aus diesem Fonds, muss aber im Gegenzug Strukturreformen beschließen. Und, ja, genau, Sie kennen das Wort, nicht? Griechenland macht auch Leute Strukturreformen. Strukturreformen ist EU-Sprech für Arbeitsmarktderegulierung, Arbeitszeitderegulierung, Pensionskürzungen und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Name ist nur ein Vehikel für das immer Gleiche, was gibt es noch für Mechanismen, sagen neoliberale Formen durchzuboxen. Also ich kenne diesen Teil der Debatte und der ist ganz desaströs. Vielleicht gibt es andere Debatten auch über europäische Sozialversicherung. Ich muss da wieder sozusagen zum Anfang zurückkommen. Ich halte es für völlig unmöglich, das auf absehbare Zeit innerhalb der EU durchzusetzen. Leider völlig unmöglich. Ich hätte es mir so gewünscht. Ja? Aber ich halte es für völlig unmöglich. Der Ralf hat schon gesagt, was Positives zur EU sagen. Ich kann nicht mit glänzenden Augen was Positives zur EU sagen, weil dann würde ich lügen. Ja? Und natürlich gibt es gute Dinge an der EU. Ja? Und das Ganze ist widersprüchlich. Der Ralf hat schon gesagt, es gibt positive Dinge. Die jungen Leute können mit Erasmus in ein anderes Land gehen und dort relativ unbürokratisch studieren. Wir haben aber auch einen hohen Preis dafür gezahlt mit dem Bologna-System an den Universitäten. Ich bin Absolventin dieses Bologna-Systems. Es gab Studienaustauschprogramme auch schon vorher, es gibt sie auch außerhalb der Europäischen Union, also es ist dann nicht alles nur eitel Wonne, aber klar hat es auch Vorteile. Ich kann aber über die aber nicht dieselbe Begeisterung aufbringen. Ist ja nicht EU aufgezwungen auf die Länder. Natürlich. Ich kann über diese Dinge nicht dieselbe Begeisterung aufbringen, wie ich Empörung über die Wirtschaftspolitik empfinde, weil
die Wirtschaftspolitik nun mal der Großteil ist und weil die kleinen Vorteile das große Negative in meinen Augen nicht aufwiegen. Und ich sage noch was, und das ist jetzt vielleicht provokant, weil Sie es gesagt haben, nicht das geeinte Europa und Freund des geeinten Europas zu sein. Und wenn man rausgeht aus Europa in die Welt, dann ist ja sozusagen die Vorstellung von Leben in Ländern in Europa oft eine Sehnsuchtsvorstellung von Menschen, aber sozusagen geeintes Europa, europäische Politik, die Rolle Europas in der Welt ist eine Drohung. Das ist nichts Positives. Das ist historisch der Kolonialismus und der Imperialismus, der den großen Teil der Welt überhaupt erst in diese Lage gebracht hat, in der er heute ist. Und es ist heute das Versprechen von einer ausbeuterischen Handelspolitik, die militärisch abgesichert ist, zum Beispiel am Horn von Afrika und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich auch ein Problem mit diesem... Ich habe ein Problem damit, dass uns gesagt wird, wir sollten stolz darauf sein, sagen Europäer und Europäerinnen zu sein, weil es mag sich für uns als Fortschritt anfühlen, über sozusagen die nationale Identität hinwegzukommen. Aus guten historischen Gründen sind wir skeptisch gegenüber nationalen Identitäten, aber ich finde, dass Europa und wir als Europäer, dass es nicht so viel anders ist. Und man sieht es... Also nochmal, wir sind sehr geprägt davon, dass wir halt auch gerade diese rechte Regierung jetzt ins Amt angelobt haben in Österreich, nicht? Und also wir haben sie nicht. Wir haben sie nicht angelobt, wir sind draußen gestanden und haben geschrien, aber das prägt natürlich auch unser Bild gerade sehr. Und diese Rechten, die lieben Europa, weil sie sind der Meinung, wir verteidigen jetzt europäische Werte gegen Muslime und Musliminnen. Wir verteidigen sie an den Außengrenzen, wir verteidigen sie im Mittelmeer, wir verteidigen sie auf unseren Straßen, indem wir jede Person, die irgendwie anders aussieht, kontrollieren. Und das ist total toll, das sind europäische Werte, wir verteidigen Europa. Und da, mir läuft es quasi kalt den Buckel runter, weil das so Debatten sind. Und deswegen auch der, also wir haben ein ganzes Kapitel auch zu Sprache in dem Buch, auch der Wunsch, anders drauf zu schauen, wie wir reden über diese Dinge, weil wir, ja... weil sie oft aus einer anderen Perspektive auch anders aussehen. Und etwas wollte ich noch sagen. Ja, das eine wollte ich noch sagen. Ich verstehe natürlich die Sorge, was auch mit Trump jetzt passiert und wie ist das mit der Wirtschaft und wir waren in einer tiefen Krise. Aber tatsächlich, wenn man in die Geschichte schaut, ist nie ein guter Zeitpunkt für quasi historischen Fortschritt. Also als wir das Frauenwahlrecht erkämpft haben, war gerade, die Demokratie war gerade so instabil, es war gerade Weltkrieg, das ist sehr gefährlich, jetzt den Frauen das Wahlrecht zu geben. Nicht? Und auch sozusagen mit der Arbeiterbewegung und dem Einführung des 8-Stunden-Tags. Ja, es war gefährlich, sagen die Weltwirtschaft bricht vielleicht zusammen, der Kapitalismus bricht vielleicht zusammen, dann haben wir trotzdem durchgesetzt. Also es ist nie ein günstiger Zeitpunkt für historischen Fortschritt. Wir müssen leider trotzdem dafür kämpfen. Ja, ich habe hier 2, 3 Stichworte aufgeschrieben. Das eine ist Wohlstand, das andere ist Frieden gegen Krieg und das andere ist der Wettbewerb. Und ich finde, dass das alles zusammenhängt, weil ich lebe hier in diesem wohlhabenden Lande und ich lebe aber in einem Viertel, wo es solche Wohlhabende nicht gibt. Und zum Zweiten meine ich, dass die sogenannten Wohlhabenden, die in ihren gut situierten Eigentumswohnungen und Villen etc. Ich kann Geld nicht Wohlstand nennen, weil es gibt so ungeheuer viel innerfamiliären Krieg, Nachbarkrieg, Arbeitskrieg. Ich kann dass wir in Frieden leben, kann ich in keinster Weise fühlen, sonst würde ich mich wirklich sehr, sehr glücklich fühlen. Und dieses Wohlstand ist für mich, setz dich bitte nieder, Wohlstand ist für mich, bitte. Wieso? Sie hat doch immer bestanden. Einfach etwas anderes als Geld haben und es wird meiner Ansicht nach niemandem wehtun, wenn er anfängt zu teilen, das, wovon er genug hat. Und das andere ist der Wettbewerb. Ist ja genauso ein ein kriegsförderndes Mittel, sowohl im Privaten als auch in den Ländern.
Und wenn ich nur anschaue, wie ich bin Italienerin und ich rede oft mit Italienern, auch im Zug und auch mit Zollbeamten und Polizisten, und die sagen in einem leisen, freundlichen Ton, es ist ungeheuer, dass Europa uns mit diesem Flüchtlingssituation alleine lässt. Und die Gegenbewegung jetzt in Italien ist völlig untypisch, weil die Italiener sind ausgesprochen gastfreundschaftlich, aber sie sind vollkommen überfordert von dieser Flut von Menschen, die andere Staaten Europas nicht aufnehmen wollen. Heidmann, könntest du vielleicht zum Ende kommen? Okay, und jetzt habe ich den Faden verloren, okay, ich lasse es dabei. Gut, Ecke bitte. Darf ich kurz was Organisatorisches fragen? Wir sind leider am Trockenen. Wäre jemand so lieb? Ja. Dankeschön. Du musst ihn runtergehen, ne? Was? So, der Sache mit Widerstand aus Parteien, die sich eben progressiver einsetzen wollen. Also da finde ich es halt auch bei uns schwierig. Zum Beispiel die Linkspartei hat in Berlin 50.000 Wohnungen privatisiert und hat sich da auch sehr stark für die Wasserprivatisierung eingesetzt. In Augsburg war es halt die Partei der Grünen, die sich, da habe ich es halt miterlebt, sehr stark für Wasserprivatisierung eingesetzt hat, Privatisierung der Stadtwerke. Und ja, das ist einfach schwieriges. Linkspartei will zum Beispiel keinen NATO-Austritt. Und ja, SPD hat Hartz IV gebracht in Frankreich, der Hollande hat dann Hartz IV für Franzosen gebracht und Gewerkschaftsrechte gestutzt. Also dass es auch irgendwie schwierig ist, weil dass die Parteien, die eigentlich das auf ihre Fahnen schreiben, dann irgendwie genau das Gegenteil machen, und das finde ich dann halt schwierig. Und was ist die Frage? Ja, das ist meine Anmerkung dazu. Und ja, dann wollte ich noch sagen, mit diesem nochmal dem Friedensprojekt, dass man könnte, das Deutsche Reich hätte man ja auch als Friedensprojekt bezeichnen können, wenn jetzt Bayern und Preußen sich nicht mehr gegenseitig bekriegen, aber dann haben die halt wieder andere bekriegt, also dann haben die Franzosen bekriegt. Und wenn sich jetzt Deutsche und Franzosen nicht bekriegen, da bin ich wirklich auch froh, aber wenn die dann Russen umbringen, dann ist in der Summe der Getöteten halt auch nichts, okay, hat es auch nichts gebracht. Und eben, ja, also ich denke, dass EU kann auch nationalistisch sein, und also dass man nicht einfach sagen kann, nur kleinere Staaten können nationalistisch sein. Ich habe es halt auch, eine Amerikanerin hat mir erzählt, dass halt auch die USA auch nationalistisch ist, also dass man nicht einfach sagen kann, gegen Nationalismus wäre das jetzt die Lösung. Gut, danke. Franz. Ich habe noch eine Frage zu den strategischen Möglichkeiten. Ihr habt das mit den Kommunen genannt, das finde ich sehr gut, habe ich mir auch schon öfter überlegt. Und jetzt wäre die Frage, ihr habt ja angesprochen, dass diese Bewegung gegen Freihandelsabkommen sozusagen gesamteuropäische Bewegung war. Und die Überlegung ist jetzt, inwieweit es einen Sinn macht, da nochmal anzuknüpfen mit einer neuen europäischen Bürgerinitiative, die jetzt gegen diese neuen Abkommen JEFTA oder Mercosur oder auch CETA gerichtet ist, dass man schaut, vielleicht ein Moratorium rauszuholen. Jetzt habe ich noch zwei Punkte, die ich ganz gerne mit euch zumindest ansprechen möchte. Ihr habt in eurem Buch eine sehr interessante Passage über die Sprache. Ich würde ganz gerne, dass ihr da, wenn ihr das möchtet, ein bisschen da ausführlich zwei oder drei Beispiele gibt, wie eben diese Sprache uns auch, wie sie auch wirkt auf uns oder wie man sie verändern könnte. Und das Zweite ist, es gibt ja auch Projekte, die eigentlich europäische Projekte sein könnten, zum Beispiel diese Gemeinwohlökonomie. Also es gibt, das ist nicht alles negativ. Es gibt auch positive Projekte, die man eben wo man mitmachen kann. Und ich möchte jetzt keine Werbung dafür machen, aber geht mal auf die Seiten von der Gemeinwohlökonomie und ihr werdet sehen, wie jede und jeder von euch da etwas dazu beitragen kann, damit die Wirtschaft sich ein bisschen verändert. Danke. Soweit. Die Flüchtlingspolitik würde ich jetzt kurz aufgreifen, weil du es schon erwähnt hast und weil das, finde ich, ein auch sehr wichtiges und sehr gutes Feld ist, um über die Europäische Union zu sprechen, weil man daran sieht, wie extrem unsolidarisch
das ganze Dublin-System ist. Also das System, dass die Staaten für geflüchtete Menschen verantwortlich sind, die quasi dort das erste Mal europäisch, also Boden der EU betreten. Ja, weil damit ist ganz klar, welche Staaten ganz, ganz viele Menschen, also ganz, ganz sich um sehr, sehr viele Asylanträge kümmern müssen und welche Staaten praktisch nie damit auch nur irgendwie zu tun haben. Und das ist natürlich extrem unsolidarisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Europäische Union in vielen, also gerade in der Flüchtlingspolitik, auch durchaus ambivalent ist, weil es durchaus auch gute Vorgaben gibt oder interessante Mindeststandards, die vielleicht in einigen Mitgliedstaaten, wenn die da ganz freie Hand hätten, unterboten werden. Aber, das ist wieder die Widersprüchlichkeit, wenn man sich anschaut, wie Ungarn zum Beispiel mit geflüchteten Menschen umgeht und sich auch einer solidarischen EU-Lösung entzieht und betrachtet, wie die Kommission oder alle Institutionen darauf reagieren, dann muss man feststellen, da passiert eigentlich nicht viel. Da gibt es eigentlich kaum Sanktionen. Und dann stellt man das mal gegenüber mit dem, was vor 3 Jahren in Griechenland passiert ist. Die haben Dinge gefordert, die sämtliche Ökonominnen und Ökonomen mittlerweile damals auch schon langsam anklingen haben lassen, dass das durchaus angebracht wäre, also über einen Schuldenschnitt zu sprechen, dass diese Zahlungen und dass diese Strukturanpassungsprogramme, dass die nicht funktionieren werden, was sogar der Internationale Währungsfonds im Nachhinein festgestellt hat und eingestanden hat. Also, und Griechenland hat mal keinen Zentimeter gegeben. Viktor Orban hat in seiner Flüchtlingspolitik eigentlich vollkommen freie Hand und es gibt kaum Sanktionen, außer dass sich hin und wieder ein Kommissar oder eine Kommissarin vor die Presse stellt und sagt, das ist schon schlimm und das finden wir nicht gut. Ja, also, dass es da irgendwelche ernsthaften Sanktionen gibt und dass die EU-Institutionen sich geschlossen hinstellen und sagen, es gibt jetzt eine solidarische Lösung für diese Katastrophe und wir beenden den Tod an unserer Außengrenze, wir beenden die Menschenrechtsverletzungen, die da passieren. Das habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Ja? Also, die Asyl hätten sogar ein. Also, genau. Auch die österreichische Bundesregierung. Genau. Ja. Und vielleicht zur Sprache, ja, also wir haben uns damit auch sehr, sehr genau beschäftigt und da würde ich auch vielleicht in die Flüchtlingspolitik anknüpfen, kurz, weil Sprache eben sehr viel mit uns macht und die Bilder, die wir verwenden, auch automatisch Gedanken und Assoziationen auslöst. Und das, also es gibt auch ganz am Anfang des Kapitels, der Kollege von uns, Valentin, hat ein sehr cooles Beispiel gebracht aus einer Studie, wo Menschen ein medizinischer Fall geschildert wird und also 2 Gruppen wird genau der gleiche Fall geschildert und es braucht eben eine Patientin eine Operation und die eine Gruppe wird gefragt, zu 90% wird sie überleben, soll sie operiert werden. Da sagen fast alle ja natürlich. Der anderen Gruppe wird gesagt, zu 10% wird sie sterben. Und die Mehrheit der Gruppe dort sagt, nein, dann besser nicht. Ja? Und es sind genau die gleichen Fakten, aber die Art und Weise, wie wir sprechen, macht was mit uns und mit unserer Art zu denken. Und da ist zum Beispiel auch die Flüchtlingspolitik ein wichtiges Feld, weil eben oft von Welle gesprochen wird, und also die Flüchtlingswelle. Ja? Und damit haben wir es plötzlich mit was zu tun, was sich nach einer Naturkatastrophe anhört. Ja, eine Welle gegen die und etwas Bedrohliches, ja, ein Tsunami, vor dem muss man sich schützen. Das ist was Bedrohliches und was der Begriff Flüchtlingswelle auch macht, ist entmenschlicht eigentlich, weil eine Welle ist kein Mensch. Und plötzlich geht es nicht mehr um Menschen, sondern es geht um eine bedrohliche Naturkatastrophe. Ja, also auch da würde ich nur einfordern, so auf die Sprache zu achten und zu schauen, dass wir auch eine Sprache verwenden, die in den Vordergrund, bei dem Thema zum Beispiel, in den Vordergrund stellt, dass es da Menschen gibt. Das sind Menschen, die vor Krieg flüchten. Ja, also das ist die eine Sache. Und in Bezug auf die Europäische Union ist es auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich genauer anzuschauen, wie wir selber, aber auch von offizieller Seite die Europäische Union oft dargestellt wird. Da wird gesprochen vom Haus Europa oder die europäische Familie. Das sind beide so Begriffe, die sehr stark suggerieren, das ist ein Zuhause, das ist ganz konfliktfrei, das ist hierarchiefrei. Ja, also ein Haus, da wohnt man, das bietet Schutz, das ist irgendwie angenehm, da ist es warm. Man schlaft natürlich lieber in einem Haus als unter freiem Himmel. Eine Familie ist auch irgendwie ein geborgener Ort, also so idealtypisch. Ja, da gibt es also da
da kümmert man sich umeinander. Aber zum Beispiel, das finde ich gerade bei der Familie interessant, da gibt es schon auch Hierarchien. Also da gibt es dann schon die, die es ein bisschen besser wissen und die es ein bisschen besser können. Also nämlich die Eltern, die haben Erfahrung, und da gibt es die Kinder, die das vielleicht noch nicht so gut können. Und da sind wir, was ich eingangs schon erwähnt habe, zum Beispiel bei Hausaufgaben machen, die Griechenland plötzlich muss. Ja? Das geht mit dem Frame Familie, wir sind eine Familie, recht gut. Ja? Und Österreich und Deutschland sind dann irgendwie halt so die Eltern, die wissen das. Und die Griechen sind halt ein bisschen faul und gehen nicht gerne in die Schule und die müssen jetzt ihre Hausaufgaben machen. Ja, und das sind alles, also da machen wir mit unserer Sprache sehr, sehr viel. Und da muss man einfach, glaube ich, sehr sensibel und sich selber immer fragen, diese Wörter, die ich da verwende, was steckt da dahinter, was habe ich selbst auch für ein Bild, wenn ich dieses Wort mir selber vorsage, was passiert da, was habe ich für Assoziationen, und dann schauen, dass wir als Progressive unsere eigene Sprache haben. Ja, und also nicht nur die Sprache der anderen negieren und sagen, nein, das Boot ist nicht voll, weil ich reproduziere trotzdem damit, dass es sowas gibt wie ein Boot, das irgendwann mal voll ist. Ich sage halt nur, es ist noch nicht voll. Ja, also das will ich ja nicht, das ist ja nicht das, was ich will. Also da ist unser Appell und auch ein eben strategischer Ansatz, sehr bewusst zu schauen, was machen wir mit unserer Sprache und wie können wir unsere eigene Sprache entwickeln. Und nur als Abschluss zu meinem Input, was wir zum Beispiel im Rahmen der Griechenland-Krise auch sehr bewusst getan haben, Sparmaßnahmen. Ja, es ist für uns intern, das ist wirklich lustig, ein absolutes Tabuwort, weil Sparen ist grundsätzlich was Positives. Ja, Weltspartag, und ist irgendwie nett, man bringt sein Geld auf die Bank und ist was Tolles und da ist man brav und so. Aber die Sparpolitik ist ja nicht, da wird nicht einfach nur gespart. Da wird gekürzt, da wird den Menschen was weggenommen. Und deswegen verwenden wir das Wort Sparpolitik gar nicht, sondern sprechen ausschließlich von Kürzungspolitik. Ja? Und das sind zwei Begriffe, wenn Sie sich die mal nebeneinander stellen, das eine hört sich total wohlig und nett und warm an und das andere extrem bedrohlich. Ja? Und also solche Dinge, das ist als strategischer Ansatz extrem wichtig für uns, glaube ich. Zur Sprache noch eine Ergänzung, auch zum EU-Thema. Ralf hat schon das Beispiel genannt von Haus, Europa und die Familie. Ich habe vorher schon was gesagt über die europäischen Werte und die europäische Identität, dass das auch sozusagen sprachlich mit Problemen behaftet ist. Und was wir, glaube ich, heute noch nicht angesprochen haben, ist die Begriffe pro- und antieuropäisch, oder? Mhm. Und das sind Begriffe, gegen die wir schon recht lange ins Feld gezogen sind. Ein guter Grund, um das zu erläutern, warum wir die nicht mögen. Als die österreichische Regierung angelobt wurde, ist der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker von Journalisten gefragt worden in einem Radiointerview, was er jetzt dazu sagt, dass jetzt die FPÖ als rechtsextreme Partei in dieser Regierung sitzt. Und der Juncker hat gesagt, naja, die FPÖ ist jetzt eine proeuropäische Partei, also es ist kein Problem. No. Und das haben wir eine Regierung, die ist proeuropäisch und rechtsextrem. Nicht? Und es ist zu einem allseits gültigen Kriterien geworden, um Politik zu bewerten und um Strömungen zu bewerten, Parteien zu bewerten, Bewegungen zu bewerten, ob sie proeuropäisch sind. Und gemeint ist ja nicht Europa, der Kontinent im geografischen Sinne, sondern pro-EU. Nicht? Und wir halten das für grundfalsch, Politik danach zu bewerten, ob sie pro-EU ist, sondern wir sollen sie inhaltlich bewerten. Und ich bringe nochmal das Beispiel von Orban vorher. Wir sind nicht deswegen gegen Orban, weil er sozusagen irgendeine Maßnahme macht, die anti-EU ist, sondern wir sind gegen ihn, weil es eine rassistische, menschenverachtende, unsolidarische Politik ist. Und so ist auch in den letzten Jahren, haben Sie sicher mitbekommen, Syriza ist vorgeworfen, sie wären antieuropäisch. Ja? Und die haben gesagt, hey, wir wollen von innen heraus die EU verändern. Das war total pro-EU. Ja? Aber sagen, das ist eine Totschlagkeule, dieses Wort des Antieuropäischen. Und das Wort des Pro-Europäischen enthält keinen politischen Gehalt mehr. Da steckt nicht mehr drin, ist das ökologisch, ist das sozial, welche Auswirkungen hat das auf Frauen? Nichts. Ja? Deswegen ist tatsächlich unsere Bitte, diese Worte aus dem Wortschatz zu verbannen, weil sie nichts mehr aussagen und Politik und Vorschläge daran zu messen, was sie inhaltlich im Hinblick auf unsere Ziele bedeuten. Ein paar kleine Bemerkungen noch. Vergleiche mit dem Dritten Reich unterlässt man in den allermeisten Fällen besser, einfach weil das ist keine gute Idee. Tatsächlich zu den Parteien,
Die Frage, wie hält man es mit den Parteien, ist eine, finde ich, eine große strategische Frage auch für die Zivilgesellschaft und für die sozialen Bewegungen, weil wir sehen, okay, es braucht Akteure auf unterschiedlichen Ebenen, nicht? Und wir haben uns entschieden, auf der Ebene der sozialen Bewegung aktiv zu sein. Es gibt sicher unterschiedliche Ansätze hier und trotzdem wissen wir, es braucht auch neue, innovative, demokratischere Ansätze auch auf der Wahlebene Politik zu machen. Und das ist quasi jetzt nicht unser Geschäft, aber wir finden es wichtig, dass es hier Überlegungen gibt, genau aufgrund der Probleme, die beschrieben worden sind mit vielen etablierten Parteien und wo wir auch bedenken müssen, welche Zwänge auch linke und fortschrittliche Projekte oft erleben, wenn sie dann in die Strukturen hineinkommen. Und wir sind sehr inspiriert eben von den Vorgängen in Barcelona und in Spanien, wie da versucht wird, demokratische Rückkopplung der Stadtregierung an die Bewegung, die hinter ihr steht, sicherzustellen. Aber da finden wir auch tatsächlich ganz wichtig, in diese Richtung weiterzudenken. Und zur europäischen Bewegung gegen TTIP und CETA. Also ich finde natürlich total wichtig, dass es weitergeht im Kampf gegen CEFTA und Mercosur. Wir sind beide nicht in der Handelspolitik aktiv. Das ist quasi in unserer internen Arbeitsteilung. Habt ihr heute zufällig jemanden erwischt, der damit nichts zu tun hat. Das machen unsere Kolleginnen in Österreich. Und ich hoffe, dass es in dieser Hinsicht weitergeht. Nicht? Bitter ist halt, dass dieses Instrument der Europäischen Bürgerinneninitiative so ein zahnloses ist. Das ist ein weiteres Beispiel für die Probleme der EU, dass selbst wenn wir 50 Millionen Unterschriften für irgendwas sammeln, die Kommission immer noch sagen kann, Dankeschön, auf Wiedersehen. Nicht? Und bei TTIP haben sie es ja nicht mal zugelassen. Also das Instrument an sich lässt leider sehr viel zu wünschen übrig, aber kampanisieren und versuchen zu verhindern, müssen wir natürlich CEFTA und auch das Abkommen EU-Mercosur. Eine letzte kleine Anmerkung noch zum Wohlstand. Ich finde das ganz wichtig, was Sie sagen, und wir hatten vorher schon die Diskussion, natürlich wird sich unsere Produktions- und Lebensweise ändern müssen. Und sie wird sich auch ändern, ob wir es wollen oder nicht, weil sie einfach nicht aufrechtzuerhalten sein wird. Und das Szenario ist, entweder wir ändern sie bewusst irgendwann, entschieden, gestaltet, oder es ist irgendwann am Ende jeder gegen jeden und es gibt letzte reiche Inseln, die sich noch verteidigen können gegen Millionen oder Milliarden an Menschen. Und ich wünsche mir, dass wir mehr Zeit darauf verwenden, uns vorzustellen und zu entwerfen, wie wir denn denken, dass wir leben und produzieren wollen und werden, wie wir die Klimakrise bewältigen auf eine solidarische Art und Weise und dann versuchen, ganz konkret Strategien zu entwickeln, wie wir da hinkommen. Und ich hoffe, dass wir Energien dafür freikriegen, indem wir aufhören zu versuchen, etwas zu tun, das nicht geht, nämlich die EU zu reformieren. Und das ist noch ein bisschen so der Rückschluss zwischen den Strategien und dem Buch. Im Endeffekt ist mein Fazit aus dem Ganzen, machen wir was anderes. Ja, denn wir haben versucht, die EU zu reformieren, das hat nicht funktioniert, das ist gerade nicht aussagekräftig, aber wir haben so große Herausforderungen, nehmen wir die Energie, die frei wird, und machen wir damit was anderes. Und Sie machen da einen ganz wichtigen Punkt. Endwort. Es hat sich aber noch jemand gemeldet. Ich würde jetzt sowieso die allerletzte Runde, ich habe jetzt schon eine Person und ich würde noch eventuell zwei, und damit machen wir dann Schluss. Also dieser Herr in Grau, dann Raoul, das ist der Zweite, und dann machen wir Schluss. Und Sie, die Dame, als Dritte. Okay. Wenn Sie schon früher gehen müssen, laden wir Sie trotzdem noch ein, das Buch für 15 Euro am Ausgang zu stehen. Ja, auf die Gefahr hin, wenn noch mal unbeliebt zu machen, möchte ich doch einen Kommentar zu Griechenland noch kurz abgeben. Ich bin auch der Meinung, dass das sehr ungerecht zugeht. Aber ich bitte zu bedenken, Griechenland hat eine Politik geführt, die verantwortungslos war. Banken, nicht Griechenland. Langsam. Lassen wir einfach mal reden. Hätte Deutschland die gleiche Politik gemacht und wäre genauso überschuldet gewesen, hätte die EU keinerlei Optionen mehr gehabt, weil dann wäre sie pleite gewesen. Und die Folge wäre nicht der automatische Eintritt in ein Paradies gewesen, sondern eine absolute Katastrophe. Ich will auch ein Wort zu diesem Wohlstand sprechen. Ein Volkshochschuldozent, der zu diesen Dingen oft redet, hat mir gesagt, ich spreche nicht von Wohlstand. Ich spreche von Lebensqualität. Ihr habt auch ein Wort benutzt, gutes Leben.
Ich glaube, das ist sehr sinnvoll zu reden, weil dann geht man weg von diesem Wohlstand, der mit Mercedes-Benz und viel Fernsehen und diese Dinge bestimmt ist, und so was Wesentlicheres kommt. Also, das hoffe ich. Danke. Als Letzte ist die Dame, ja. Ich wollte eigentlich jetzt das alles noch weiter. Ich würde sagen, Leben ist Lebendigkeit. Lebendigkeit ist was anderes. Lebendigkeit, da ist der Körper lebendig, da ist die Seele lebendig, da ist der Geist lebendig. Und lebendige Menschen sind nicht entfremdet. Die haben kein Feindbild. Verstehen Sie? Die sagen nicht die Wirtschaft. Oder die lassen sich auch nicht die Wirtschaft vorstellen. Die Wirtschaft regelt es. Oder die Banken regeln irgendwas. Sondern der Mensch an sich, das lebende Wesen, und das andere hat sich unterzuordnen. Und die lebenden Menschen müssen sich solidarisch vereinigen können. Das ist aber ein Zustand, den wir schon lange verlernt haben. Den können wir gar nicht mehr, die meisten Menschen ist es nicht mehr bewusst, um was es geht. Die sagen einfach, der Staat, der macht schon. Die Regierung macht schon, ist aber jetzt von der Europa abhängig. Also schlimm, die Europäer sind es nicht mehr. Aber wir Menschen haben unseren Zustand als Lebewesen, wir sehen das nicht mehr. Und das ist eigentlich unser Problem. Und da müssen wir zurückkommen, dann werden wir alle Probleme anders angehen, von einer anderen Ebene aus. Jedes Problem wird dann anders angenommen. Danke. So. Antworten noch? Dann. Wir müssen immer kurz tuscheln, wer was beantwortet nicht. Und das haben wir gesagt, ich sage was zu Griechenland und der Ralf macht dann das Schlusswort. Also überlegt ihr was Gutes. Also Sie sind ein bisschen da in der Minderheitsmeinung, was das angeht. Das haben Sie an der Reaktion gemerkt. Ich sage natürlich trotzdem gern was dazu. Also die kurze polemische Variante ist, wenn Deutschland das gemacht hätte, was Griechenland gemacht hat, dann würden wir in einer völlig anderen Welt heute leben. Einfach weil die ökonomische Rolle Deutschlands so einflussreich ist, dass es kaum vorstellbar ist, wie die Europäische Union wirtschaftlich ausschauen würde, wenn sie nicht so geprägt wäre von diesem Exportwahnsinn und den Folgen, die daraus entstehen. Griechenland hatte, ich versuche das nicht zu lang zu machen, Sie meinen, es ist ein bisschen Problem, wenn man mich auf Griechenland anspricht, dann kann ich die ganze Nacht darüber reden. Das mache ich jetzt nicht. Griechenland hatte natürlich politische und ökonomische Probleme vor Beginn der Krise, wie jedes Land auch. Und Griechenland ist eines der Länder, die besonders stark unter dem Standortwettbewerb und unter der Einführung des Euros gelitten haben. Griechenland hat sich massiv deindustrialisiert in den frühen 2000er Jahren und war schon ökonomisch sehr prekär aufgestellt, als dann die Krise zugeschlagen hat. Und hatte ein Problem mit der Staatsverschuldung, hatte ja diese ausgelagerten Schulden, die man versteckt hat. Österreich hat das auch immer gemacht, im Autobahnbauer und in der ÖBB. Alle haben es gewusst, niemand hat es interessiert. Plötzlich ist es zum Problem geworden. Und ich denke, es ist überhaupt nicht hilfreich, ist zu sagen, dass seit Griechenland schuld war. Deswegen ist es gut, wenn man es jetzt 10 Jahre in Armut und Not treibt und den Leuten jede Perspektive nimmt. Weil einerseits halt die Analyse nicht stimmt, kriege ich die Folge dessen, also Griechenland, und die ökonomischen Probleme Griechenlands sind die Folge dessen, wie die EU und der Euro funktioniert. Und das kann man nicht nur in Griechenland selbst verorten. Und zweitens hilft es uns auch nicht weiter, weil es uns keine Perspektive eröffnet, wie wir denn was anders machen können oder wie wir tatsächlich wieder zu irgendeiner Form von solidarischer Krisenbewältigung hinkommen. Und die Begrifflichkeit mit dem guten Leben ist natürlich auch die, die wir wählen und die finde ich total schön. Und was ich so besonders schön dran finde, ist, dass drin steht das gute Leben für alle. Und das ist nicht für gut, das gute Leben für alle, die hier geboren sind oder das gute Leben für alle, die in Europa leben, sondern das gute Leben für alle, sozusagen egal wo und egal ob heute oder mal in der Zukunft. Und deswegen finde ich schön, dass Sie es nochmal aufgebracht haben. Genau, und ich denke auch, was ganz wichtig ist, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass das Geld, das als sogenannte Griechenland-Rettung nach Griechenland geflossen ist, zurückgeflossen ist an deutsche und französische Banken. Also es wurden ja ohnehin in erster Linie die großen europäischen Bankeninstitute gerettet und die Griechinnen und Griechen müssen halt dafür einen sehr, sehr hohen Preis zahlen. Das ist einfach auch ein großes Problem und damit, aber mit Griechenland sind wir auch eh eigentlich wieder am Ausgangspunkt des Buches, nämlich eben die Union, die sich da vor unseren Augen irgendwie einfach selbst entzaubert hat. Und ich finde,
was jetzt nicht als gar nicht das Eigenlob kommen soll, sondern einfach was mich total freut, ist, wenn ich auf diesen Diskussionsprozess der letzten 2,5 Jahre zurückschaue, weil es uns einfach wirklich gelungen ist, diesen Prozess in der TAC und auch mit unseren Bündnispartnerinnen und Partnern auf eine Art und Weise zu führen, der sehr produktiv war und der sich nie irgendwie verstiegen hat in eben genau dieses Dilemma, naja, aber wir müssen jetzt doch reformieren oder wir müssen uns austreten oder wir müssen doch irgendwie das oder das und dann so irgendwelche Grundsatzdebatten, irgendwelche Gräben aufgerissen hätten, sondern es war immer eine sehr zielgerichtete, produktive Debatte. Also es ging immer darum, wir wollen irgendwie eine neue Strategie, wir wollen irgendwas anders machen, weil so kann es nicht weitergehen, wir brauchen neue Zugänge und es war auch total super, einfach mal sich so wirklich den Kopf frei zu machen und zu öffnen für einfach ganz neue Ansätze und mal eben sich zu fragen, okay, dann lassen wir dieses Dilemma einfach mal da stehen und wir entziehen uns dem und überlegen einfach mal was ganz was anderes. Ja, und überlegen einfach mal irgendwelche anderen Strategien und wir verweigern uns diesem Dilemma, Reform oder Austausch und da eine endgültige Antwort zu geben oder uns da irgendwie zu positionieren, sondern wir machen einfach was anderes. Und insofern kann ich euch und Ihnen nur den gleichen Diskussionsprozess quasi wünschen und hoffe und bin schon sehr gespannt auf den Kongress im Oktober, weil ich glaube, das ist eine unglaublich wichtige oder eigentlich so eine der wichtigsten Debatten, die Zivilgesellschaft momentan führen kann, nämlich wie wir mit der EU umgehen. Und ich bin sehr gespannt, was in Kassel bei euch im Oktober passiert. Vielen herzlichen Dank.